Er forscht schon wieder. Warte, ich bitte euch. Boku no Pico ist das Pendant zu Tokyo Hotel. Wenn du drauf geil wirst, weißt du nicht, ob du schwul oder pädophil bist. Der Alien ist künstlich edle. Wir sind besser als das. Was sind eigentlich nicht, aber wir sagen einfach, wir sind besser als das. Und unsere Szene ist ja viel zu edel und high class, wie ihr seid hier. Ja. Hallo. Jo, wieder mal Podcast-Time, es ist Samstag, ich habe nichts Besseres vor, eigentlich war Hangout geplant, aber nee, Podcast, warum, weil, geht. Heute nur mit zwei Leuten einmal, zu dritt ist auch eine schöne Runde, da sind wir ja schon eine Gruppe. Einmal mit der Dame in der Runde, Azura. Hi, hi. Jo, und unseren Longtime-Favorite-Kollegen hier, Neo Kamui. Moinsen. Ja, heute haben wir mal ein absolutes Fan-Favorite, würde ich mal fast sagen. Wir quatschen über Porno. Naja, eigentlich über Hentai, aber die meisten Leute definieren das immer noch zu gleichen Teilen als Pornografie. Warum? Der Schamesröte entgegenzuwirken, weil alle glauben, dass sie besser sind als das Ganze drumherum, obwohl eigentlich Hentai genauso alt ist wie alles andere in der Szene. Aber nee, keiner schaut, ne, wir haben das Internet ja nicht für Porno. Nee. Ich wollte schon, dass du vor Porno. Yeah. Und wer heutzutage noch behauptet, nee, ich habe noch nie Porno geschaut und ich mag keinen Porno. Naja, die Browser-History wird mir sicher besseres belehren, von dabei haben wohl auftaucht. Gott, das erinnert mich an Tox aus Scrub. Wenn die Pornos im Internet verboten werden würden, würde es nur noch eine Internetseite geben, und zwar gibt uns die Pornos wieder. Wortwörtlich, ja. Das ist immer so, die Pornindustrie hat ja quasi alles in Bezug auf die Medien angetrieben. Angefangen von den ersten VHS-Versionen, über DVD, Blu-ray ja nicht ganz, weil Sony ja, wie gesagt, immer die größten Idioten der Welt sind, die eigentlich viel mehr Geld verdienen könnten, aber es irgendwie nicht wollen, weil sie immer sich genau in den gegenseitigen Richtungen entscheiden, als eigentlich das Geld liegt. Weil die sehen den Schotter und wollen lieber Mist. Aber naja, das ist Sony. Ja, aber eigentlich dürften wir ja keine Blu-rays haben, wenn wir nach dem eigentlichen Thema gehen. Das ist nicht interessant. Eigentlich müssten wir HD-DVDs haben. Weil Sony damals gesagt hat, ja, HD-DVDs, als die rauskamen, okay, die meisten werden sich nicht mehr erinnern, die haben gesagt, ja, wir catern zu den Leuten, die Porno haben wollen. Wir produzieren Pornos auf unseren Discs. Sony? Nee, auf Blu-ray wird niemals die Porno geben. Genauso aus dem gleichen Grund ist so ziemlich jedes Videoformat vorher schon gestorben, das es gab. Weil die einen sagen, Porno? Na sicher, die einen Porno? Nein, danke. Und rate mal, wer immer gestorben ist. Der gesagt hat, na sicher. Na sicher nicht. Nur Porno hat uns so ziemlich alles beschafft, was wir heute haben. Nicht nur die VHS-Generation, sondern auch die DVD-Generation. Vom Streaming reden wir erst gar nicht, weil das ist eigentlich der Grundstein des Internets gewesen, schon von vornherein. Also. Aber das geben die meisten nicht zu. Aber heute reden wir mal ein bisschen nicht unbedingt über den amerikanischen und westlichen Teil der Pornografie, sondern über den asiatischen und besonders über den Hentai-Bereich. Warum? Mir war fad und ich brauchte Unterhaltung. Danke sehr. Oder anders gesagt, weil wir es können. Ja, weil wir können. Weil die ultimative Antwort auf alles. Ja, weil wir es können. Reasons! Yay! Um es mit den unständigen Worten von Talk zu sagen, also Mr. Talk, okay. Immer muss man sagen, wir gehen einfach mal so kreuz und quer durch den Hentai-Garten und wer den Wort jetzt kapiert, der ist alt. Wow, es ist ja mal dieses wunderbare, und wir bringen uns gleich am Anfang an, damit Madame hier gleich wieder mal ihre Steine loswerden kann. Wir haben ja diesen Überfluss an, oh, das ist so schrecklich, schaut es euch nicht an, Generation heute. Und dann schauen sie sich alle an, weil sie unbedingt sehen wollen, wie schrecklich es ist. Wo wir ja bitte schon, Madame, und dann kommst du gleich von der Hand, was ist denn dieser wunderbare, ach, es ist so schrecklich, dass wir das nicht anschauen sollten und trotzdem alle anschauen, Hentai?
Ja, das ist Boko no Pico. Ja, das geprügelte Pferd par excellence. Warum? Weil anscheinend es eine super Gelegenheit ist, für die Gesundheit. ganzen junge Generationen ihre wunderbare Homophobie auszuleben, anscheinend immer noch. Nee, wir sind nicht homophob. Nee, wir haben sehr viele schwule Freunde. Aber Boku no Pico geht uns gegen den Strich. Warum? Kleine Jungs. Weil es kleine Jungs sind. So, das stört euch auf einmal. So, es gibt viel, viel Schlimmeres im Hentai-Bereich als Oh das. ja, oh Und nicht ja. erst seit heute, und nicht erst seit gestern, nicht erst seit den letzten 10 Jahren. Die ältesten und grauenhaftesten Hentai-Sachen gibt es seit den 60er und 70er Jahren. Wo wir schon so, wo wir in die Geschichte einringen, so quasi wortwörtlich einringen, in Bezug auf große Vögel, die kleine Kinder vergewaltigen. Und näher gehe ich auf dieses Thema nicht ein. Okay? Doch gesehen Falls auch. ihr es wagt, solche Sachen einmal euch in eurem Gemütszustand zuzuführen, ich würde es euch nicht anraten. Es gibt Sachen in der Vergangenheit, die sollten in der Vergangenheit bleiben. Okay? Oh ja. Oh, es gibt Sachen. Aber wenn denn zu mir jemand kommt und sagt, nein, das ist das Schlimmste, was wir jemals hatten. Nee. Das ist genau der gleiche Ausdruck. Größter Fan von, nee, bist du nicht. Okay? Genau dasselbe Ausdruck. Jeder, was diesen Ausspruch, größter Fan von, oh, schlimmste, was ich je gesehen habe, ist, bevor du überhaupt den Satz zu Ende bringst, soll ich dir gleich, nein! Es geht schlimmer. Oh, es geht Schlimmer schlimmer geht es immer. in mehr als nur ein paar Wegen. Aber ich lasse mal die illustre Runde einfach mal jetzt einfach Revue passieren. Erzählt mal über irgendeinen, den ihr gerade so rausgepickt habt aus eurer Liste. Ladies first natürlich. Okay, ich habe mir rausgepickt Sugoi no Yoi Sex Friend. Und zwar ist das ein Harem-Hentai, der von einem jungen Mann handelt, der 5 Sexfreundinnen hat. Und aber alle ihn heiraten wollen, aber eigentlich nur halt seine Sexfreundin beibehalten möchte und sich sagt so, ja, ich genieße die Abwechslung. Ich nehme es mir dann, wann ich es will. Und bloß nichts Festes. Im Prinzip von den Typ Frauen her wird da im Großen und Ganzen jedes Klischee erfüllt. Halt Schulmädchen. Mit sehr bombastischer Oberweite, wo ich da auch hänge, alter Schwede, da hätte ich verdammte Rückenschmerzen. Ja, das ist normal. Andere Schulmädchen mit, ich glaube, das ist gerade mal A, wenn es hochkommt. Oder Doppel-A, keine Ei, Ahnung. schau mal da, was sehe ich denn da? Ein Brett mit zwei Erbsen drauf. Ja, so ungefähr, Hummeltitten, wie ich es auch immer gerne nenne. Hummeltitten, summ summ. Mäusepäuschen, Mäusepäuschen. halt im Prinzip dieser Jungmädchenstil, sag ich mal, wirklich so, sag mal so, Tomboy-mäßig. zwischen 14 und 16 würde ich es jetzt mal so einkategorieren, so vom Aussehen her. Lolli. Dann Naja. die, in Anführungszeichen, typische Hausfrau, dann halt eine mit etwas anderen Vorlieben, halt im BDSM-Bereich. Und was war bei der fünften? Die fünfte war eigentlich recht durchschnittlich. Entsinne ich mich jetzt gerade gar nicht so dran. Ich glaube, gerade weil es so durchschnittlich ist, entsinne ich mich nicht dran. Langweilig. Ja, also das ist halt mal so im Prinzip einer, der ja eine relativ vergleichsweise in Anführungszeichen breite Palette von Frauen abdeckt. Weil da gibt es wesentlich mehr. Also einer, der sich durch eine ganze Schulklasse vögelt, ist da, glaube ich, wesentlich bedeutender dran. Also wesentlich größer dran. Und da gibt es gleich mehrere Sendungen von ihm und seinen Cousin. Also das ist richtig geil. Ich meinte jetzt halt mal so von den typischen Klischees her, was man so im Hentai-Bereich kennt, halt typisches Schulmädchen, typisches Jungschulmädchen mit flacher Brust, typische Hausfrau, typische Vorliebe, BDSM und halt der Durchschnittstyp, der 0815-Typ, sage ich mal. Und das halt alles in dem Hentai vereint und ja. Eigentlich recht witzig, die Geschichte. Also eher noch auf in dem etwas humoristischen und nicht zu extravaganten Bereich, würden wir es mal einordnen, Ja. oder? Trifft's eigentlich recht gut. Oh Mann, da muss ich mir noch ein paar bisschen etwas weniger extremere Versionen wahrscheinlich hier raussuchen aus meiner Liste, weil das würde dann ein bisschen zu sehr kontrastmäßig auffallen.
Nein, lass mich das reinhauen ohne Probleme. Habe ich zum Beispiel noch einen anderen in der Liste, der könnte. Ja, wir gehen immer so eine nach der anderen ab. Machen wir mal so eine Runde einfach mal. Okay? Okay, damit wir nicht zu einseitig werden, okay? Oh Mann. Soll ich gleich den Paukenschlag lassen oder soll ich erstmal vorsichtig rangehen? Paukenschlag, bitte, Paukenschlag! Paukenschlag, geh, go in dry! Trenn ich durchs Tief! Dann nehme ich mal einen doch schon sehr krassen, der aber noch nicht so negativ ist wie ja, okay. Mein absolutes Negativbeispiel. Euphoria. Euphoria? Ja, Euphoria. Okay. Ach, okay, das ist dieser mehr oder weniger Marke Saw meets The Cube mit Schulmädchen. Meets Rumvögeln bis zum Abwinken, ja. Yeah, mit allen. Oh, ja, das war auch schon wirklich recht extrem. Also für die meisten wahrscheinlich schon ein bisschen zu extrem, weil das haben schon einige angebracht. Auch schon einige bekanntere YouTuber. Aber schaut den bloß nicht an. Ja, oh, wie schrecklich. Wie schrecklich, da geht's wirklich. Okay, bis jetzt habe ich ihn nur einmal gesehen, glaube ich, und ich glaube, nicht komplett noch. Ich weiß nicht, ob er abgeschlossen ist überhaupt. Es gibt mehrere Folgen, bloß da geht immer noch ein bisschen weiter, weil es wird ja jeder Charakter einmal drangenommen. Rangenommen, so. Wortwörtlich, ich suche gerade hier, aber ich wirklich hier so, ich spiele hier mehr oder weniger nebenbei noch, um das Leuten zu erklären, ich spiele hier nebenbei noch so Anisearch Bingo, ob man diese Titel überhaupt noch hier bei uns finden kann im Anisearch Bereich. Anscheinend ja. Und anscheinend ist er abgeschlossen mit 4 UV-Teilen. Zumindest muss ich sagen, Euphoria ist schon ein krasser Schund, aber ich finde ihn eigentlich noch relativ gut, wenn man so in die krassere Richtung geht. Ja, vor allem im BDSM-Bereich. Also wirklich im sehr, oh, ja. sehr, Also sagen wir es mal so, das ist 50 Shades of Grey bloß richtig gemacht. Na, okay. Ja, wir nehmen das so. Ich kann mir nicht was drunter vorstellen. Ja, es ist doch sehr brutal. Es ist auch wirklich so, dass du hast diese Gruppe von Schülern und davon ist nur ein einziger Junge dabei. Plus ihre Lehrerin, die in einem Raum eingeschrieben mit einem Haufen Monitore und die bekommen dann Aufgaben, so mehr oder weniger, ja, er muss eine von ihnen auf die übelste Art und Weise flachlegen, damit sie die nächste... Elektroschocktherapie und so weiter. Skatporn, also wirklich die komplette Ekelpalette rauf und runter. Aber gleich am Anfang wird auch gleich eine hingerichtet auf einem elektrischen Stuhl, auf... Ja, aber... Sehr extrem, also ich muss sagen, also wer drauf steht, okay... Jedem das seine, ein bisschen zu extrem für meine Verhältnisse schon. Ja, ein bisschen extrem, aber ich sag so, an sich ist alleine die Charaktere sind noch relativ liebevoll gemacht und auch vernünftig ausgearbeitet. Weil vier Hentai-Verhältnisse. Ja, also animationstechnisch ist es einfach von den etwas hochwertigeren auf jeden Fall, wenn man die Animationen angeht, okay? Ich habe auch einen, der ist richtig gut, den habe ich bei mir sogar in der Anime statt Hentai-Liste, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn du schon sagst, du kannst sonst nur die Milden rausholen, hol ich eben mal die Schlagpauke raus. Nee, also mild. Also, sagen wir es mal so, wenn ich jetzt an ihm, ich feiere jetzt wahrscheinlich eher noch die, am Anfang jetzt gerade noch die etwas, sagen wir es mal so, aktuellere Schiene. Also nicht unbedingt, ich würde nicht unbedingt eine Klassiker jetzt raushauen, die müsste ich mir ein bisschen näher anschauen noch vorher. Nein. Nee, weil wir etwas brutaler werden, zum Beispiel. Man, ich könnte jetzt mit etwas nicht so altem. Also, bist du mit deinen fertig da? Bist du vorne was dazu sagen? Ja, du darfst. Okay, na, und dann wäre jetzt die ganze Richtung in Maho Shoujo Ai, also Magical Girl Ai zum Beispiel. Hat er auch zwei verschiedene Seasons davon bekommen. Ist so eine typische Magical Girl, Demon, hat ein bisschen was von Urusumaki, also es ist sehr viel Tentacle Porn dabei. Wow! Und sehr viele Sachen, wo man im realen Leben sagt, that doesn't go there. Ja, aber er ist immer noch nicht schlimm. Er ist noch ein. Ja, sagen wir es mal so, aber von dieser Endgültigkeit, wie einige Figuren behandelt werden, weil allein wieder einige Menschen und vor allem Mädchen sterben, ist ein bisschen auf der sehr düsteren Ort. Ja, aber sowas muss es halt auch geben. Dazu guck mal, du hast auch Animes, die. Ich sag's mal so, das ist so das Hentai-Pendant zu Madoka. Ohne Lesben, Action.
Mehr ist es nicht. Weil, sind wir mal ehrlich, Madoka ist schon dunkel geworden, Mädchen sterben, tauchen nie wieder auf, blub, Kopf weg. Da hast du, das ist eben bei Mayo Shoujo Ai auch so ein bisschen. Es geht eben in die düstere Phase der Magical Girls langsam. Wieder, sowohl ja, im Montag wie auch im normalen. Das ist das ganze Grimdark zeigt. Das ist man es ist Zeichen dieser Zeit, wo dann ist alles in dieses Grimdark geht. Nicht nur im asiatischen Bereich, sondern überall momentan. Es ist so, oh, es muss alles düster sein. Warum kann man nicht irgendwas Lustiges haben? Warum kann man nicht irgendwas Unterhaltsames haben? Wo sind denn bei denen mal so. Und ja, dieser rausgerübster Death Metal Porn. Du vergisst aber was. Ja. Ja, die Leute sind schon gewöhnt. Die sind schon Zombies. Also, ja, wir Walking Dead müssen wir bloß auf die Straße gehen. Hammer's. Die Leute zombifizieren immer mehr, die sind hirntot, die kriegen nichts mehr mit. Das sind Kartoffeln. Nee, das in Alufolie wickeln, anstechen, etwas Speck, etwas Knoblauch, etwas Petersilie und etwas Butter und fertig. Schon ja. Hast du eine nahrhafte Kost. Ja, oder die nächste Version zu Science mit M. Night Shyamalan Ding Dong. Na, supi. Na, weil also das im Magical Girl Eye ist wirklich so, du hast aber auch noch wie alt ist das Ding? Okay, für meine Verhältnisse ist es nicht unbedingt alt, es ist 2005. Zwischen 2003 und 2005 ist das Ding rausgekommen und hat auch nur 5 OVAs. Und dann auch noch ein paar Jahre später dann eben noch eine Second Season dazu. Es ist eher so in dem Verhältnis, es ist noch einer von diesen etwas, er wirkt älter, als er eigentlich ist. Weil die meisten, wenn sie sowas sehen würden, würden es eher so in die 90er oder frühen 90er rennen. Aber es ist eine Anfang der 2000er Produktion und muss sagen, Ich hätte jetzt sogar auf 2010 zuerst getippt. Das ist schon ein bisschen älter. Also, es ist nicht unbedingt so alt, aber wie gesagt, es ist alt im Verhältnis zu jemandem, der lange dabei ist. Für die heutige Generation ist alles, was gestern war, schon alter. Ist so, ja, das ist... Nee, aber wenn man, also, und das ist noch einer von etwas, weniger kontroverseren Titel, weil auf den Tentakelporn mehr oder weniger springt ja heute sowieso nur noch die Girly-Szene ab, weil ich kenne sehr viele Mädchen, die sehr, sehr, sehr viele Dinge von Tentakeln halten anscheinend momentan. Es ist irgendwie so ein Mädchen, es ist irgendwie so ein Mädchen-Genre, weil alle Mädchen mögen Tentakel. Ja, nicht, dass ich mich beschweren würde oder so. Hey? Prost. Meine kleine Vorstellung dafür. Also. Auf jeden Fall, falls du etwas glitschig bist mit, nicht unbedingt sehen willst, wie nicht unbedingt die üblichen Haushaltsgegenstände in Körperöffnungen verschwinden, da wird es ein bisschen sehr krass an einigen Stellen. Und da es sich noch hier um einen schönen handgezeichneten Anime, also Animationstechnik handelt, also nichts wie CGI noch, obwohl es Anfang 2000er ist eben, und 2005 war schon die Zeit, wo es sich noch sehr viel mit CGI und mit. Das ist noch einer von diesen handgemachten Teilen, witzigerweise. Also, deswegen wirkt er auch noch so oldschool. Okay, Madame. Ja. Haben wir noch irgendwas von deiner Seite aus? Na, wenn wir bei CGI sind, fällt mir gleich der nächste ein, den man erwähnen könnte. Ist ein Fanwork, glaube ich sogar. Oh je, nicht diese Final Fantasy-Dinger, oder? Nein. Die sind wenigstens gut animiert, aber die sind irgendwie so. Was Besseres? Yoake no Shoujo, oder glaube ich, Joake no Bla Shoujo. Also, Shoujo? Ich muss erst mal schauen, ob ich auch nicht anders Shoujo finde. Shoujo bedeutet ja bloß Mädchen. Ein Fanwork von Evangelion. Ein Engel dringt in den Kern ein und ja, Tentakel. Und später wird es sogar eine eigene Asuka, also ihr Spiegelbild, bloß mit anderem Plug. Und dann danach eben noch eine Runde Bumsen im Aufenthaltsraum, in der Umkleide mit Shinji, wie es aussieht. Aber gut animiert und interessant dadurch, dass du schon wieder fast Mindfuck drin hast, weil Asuka ja mit sich selbst reflektiert und ihre Lust und bla, aber das muss man ja nicht rein interpretieren. Im Endeffekt ist er gut gemacht und hübsch. Also ist eine Fanversion in 3D-Animation, oder? Ja. Ah, okay. Naja, von den Dingen halte ich bis jetzt eigentlich sehr, sehr wenig, muss ich sagen, weil die meisten davon sind eigentlich nicht wirklich gut. Geschweige denn ansehnlich. Ja, es gibt aber einige so Firmen, die was das nebenbei so als noch für die guten alten CD-Projekte zum Beispiel machen.
Weil da gibt es ja, oh, gibt's noch die Prisoner-Sachen und so weiter, aber es gibt ja einige. Und vor allem zu diverseren Anime-Serien haben sie ja zum, oh, haben sie diversere Sachen gemacht. Zu To Love Ru gibt es auch eine 3D-CG-Version, okay? Oh. Yeah, mei. La To Und Love Ru ist mir eigentlich schon Porno genug, wenn du nur die Serie siehst, ganz ja, ehrlich. wenn du die nicht öffentlich ausgestrahlte, sondern die DVD- oder Blu-ray-Version Ja, siehst. Von die Darkness öffentlich. reden wir erst gar nicht mehr, weil da sagen wir, Na, wow! guck dir einfach mal die gottverdammten Overs an, jetzt aus To Love Ru Darkness. Da hast du Kisaki Kyoko nackt, wie er auch noch, weil sie beide im Schrank sind, noch schön das Bein dazwischen. Zwischen ihre Beine das Knie und Hand am Arsch und alles, das reicht doch schon als Porno, das ist doch schon Ja, Top-Porn den genug. heutigen, der heutigen Jugend nicht mehr. Die brauchen schon ein bisschen mehr eindeutige Sachen. Ja, die können Stimmt nicht wohl. mehr, Ja. die haben keine Mehr mit. Vorstellungskraft mehr, Nee, woanders. nee, nee. Und ich finde es immer lustig, ich bringe es immer wieder auf und die meisten Leute glauben mir nicht. Hentais müssten seit langer, langer Zeit nicht einmal mehr zensiert werden, weil die meisten Leute immer sagen, das ist ja alles zensiert. Müssten sie witzigerweise ja gar nicht mehr. Das ist es nämlich so. Die Zensurgesetze wurden ja geändert vor einigen Jahren in Japan. Ja, aber du darfst was nicht vergessen, diese tolle Anti-Anime-Kampagne von Ishihara, der selber in den 60er Jahren Schmuddelhefte geschrieben hat mit Penis durch die Papiertür und durch die Wand und durch alles. Ja, Ich weiß nicht, was der für Monster-Penisse da beschrieben hat, aber ich will es auch nicht wissen. Und ich will auch nicht wissen, was der zu der Zeit genommen hat. Und hat eben Anime verteufelt. Und du darfst es nicht vergessen, die meisten Produktionsstudios sind im Tokio-Kanton. Und dadurch hast du die Arschkarte. Manche der Produktionsstudios sind schon von Tokio abgewandert, ganz besonders die Hentai-Produktionsstudios. Ja. Problem ist eben trotzdem, du hast die Hentais noch meistens zensiert, weil es in Japan Gewohnheit ist. Ja, Dazu, es ist Tradition. Und ohne Scheiß. Die meisten Leute glauben das nämlich heute immer noch nicht, wenn ich jetzt sage, du, die Zensur, vor allem wenn es eben im Hentai-Bereich ist, ist Tradition. Das hat nichts damit zu tun, dass sie es müssen. Die machen das, weil es erwartet wird von ihnen. Solange es unbehaart ist, ist es okay. Solange es Ja. unbehaart ist, brauchst du es nicht zensieren. Sobald es behaart wird, musst du es zensieren. Das Und ist das ist aber eher ein Punkt, okay, jetzt gehen wir weit, oh, das ist jetzt weit vom Schuss ab für die meisten im Anime-Manga-Bereich. Da gehen wir dann in die Pink-Eiger-Richtung. Das wird den meisten Leuten nicht sagen. Pink-Eiger sind alles unter einer Stunde Kurzfilme mit einem vagen, meistens psychedelischen oder Horrorplot. Kommt ganz darauf an, wer es produziert. Gibt einige, es gibt sogar einen Betrieb bei uns hier in Europa schon, die unter einer Stunde sein müssen und so quasi Softcore-Pornoproduktionen sind. Grund ist das eben, du darfst eben nichts ab einem gewissen Punkt sehen. Also keine Schambehaarung, keine direkten Bilder von Genitalien oder sonst irgendetwas. Und Sex wird zwar vollzogen, aber wird nur angedeutet in den Bildern. Gibt's tonnenweise. Gibt's Beate tonnenweise. Use, ich sag nur Beate Use TV, hast du genug von dem Scheiß? Ja, ungefähr so. Ich habe sowas nicht. Also, ich schaue fast kaum Fernsehen. Also, warum sollte man extra noch zahlen dafür, dass ich mir sowas anschaue? Also, nee, 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 nee. Nee, ich hab's mit in meinem Paket drin, sonst würde ich mir das auch. Wenn man Langeweile hat, kann man ja mal durchswitchen, bloß meistens sind Ich die hab, Frauen ich hab, ich, selten. wir hatten mal, wir hatten das mal bei uns unten im Wohnzimmer mal und die muss sagen, Beate Use TV hat mich wirklich nie geflasht. Sorry. Mich auch nicht, wie Also, gesagt. da ist nichts dabei, wo ich sagen könnte, oh, wow, das muss ich jetzt sehen. Nee, nee, Es nee, ist nee, einfach langweiliges, nee, abgestandenes Zeug, wo du denkst, es kommt aus ja, den mit 80ern. all diesen perfekten Models, hochgetunt, mit weiß nicht wie vielen Operationen. Noch schlimmer als bei den ganzen Mitternachts-Einlogs, Werbespots, so quasi bei, was, also Livestrip, irgendetwas und sonst noch irgendetwas. Wo wir Mädels. Nee, Mädels, nee. Nee, 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 Auf keinen Fall. Ja, weil da meistens die ganzen alteingesessenen oder zumindest in die Jahre gekommenen Porno-Actors und wieder drin vorkommen. Das ist auch sehr lustig immer wieder. Wir Oh schweifen ja. ab. Ja, wortwörtlich, wir schweifen ab. Dingelingeling. Okay, Madame, mach du wieder weiter mit irgendeinem Titel. Ja, ich habe jetzt gerade einen Titel zur Hand, den ich mir noch nicht angeguckt habe, den ich mir bei Zeiten jetzt nochmal angucken wollte, wenn Streamcloud wieder läuft. Ah, okay. Und zwar heißt der Tentacle and Witches. Oh, der läuft ja bei der Foster unter Comedy-Richtung fast schon wieder.
Der hat wirklich alles, der hat wirklich alles drin. Einfach nur, er nimmt. Ja, und sagen wir mal, der hat fast schon wieder Potenzial, dass er in längerer Hinsicht auf ein paar Jahre gesehen fast zu einem Klassiker werden könnte, fast. Gleich noch Bible Black, okay? Das muss ich auch mal raushauen. Ja, Bible Black bringen wir auf, aber Bible Black bringt jeder auf, weil jeder kennt Bible Black. Jeder hat's gesehen. Auf jeder Con, wo ich mal einen Bible Black Cosplay gesehen habe. Bei uns oder in Deutschland. Oh nee, ich schau kein Hentai. Schwingen rüber in die Kamera. Wow, Bible Black. Ach so, du kennst doch irgendwelche Hentais? Sag ich, natürlich da. Spontaner Geschlechtsumwandlungsfetisch. Yeah. Lass die Sorry, aber ich. Wow. Aber ich fand's langweilig. Das Einzige, was ich interessant war, war die zweite Staffel mit der Pistole, wo er dann aus Versehen beim Kommen abdrückte. Ja, Alter, an die Szene erinnere ich mich sehr gut. Ich ist wahrscheinlich im New Testament oder so, oder? Alter. Ja, das ist New Testament. Hm. Aber das ist auch schon Asbach uralt, bloß. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Szene war ich im ersten Moment geschockt, im nächsten Moment habe ich einen Lachflash bekommen. Ja, das ist anders. Und dabei ist das ein Horror. 9 von 10 Hentai ist normalerweise sind die mehr oder weniger Horror-Stories. Ja, das ist dieser kulturelle Unterschied zwischen europäischen oder westlichen und asiatischen Sachen anscheinend, wo man wirklich sagen, wow, da merkst du den Unterschied noch wirklich stark. Also ich muss sagen, dass mit der Pistole, da dachte ich mir so, der Kerl ist auf seine Kosten gekommen. Aber definitiv. Mal von Bible Black weg zu was anderem. Tentacle and Witches. Wo so mehr oder weniger quasi, man könnte das ja fast schon als Parodie bezeichnen. Du hast diese geheime Gesellschaft von Magierinnen und die in einer Schule so einen kleinen Zirkel aufrechterhalten. So. Du hast diese typische überproportionierte Lehrerin, so quasi die Haupthexe dort unten ist. Und den typischen, oh yeah, ich bin so heiß auf meine Lehrerin, bevor er auch weiß, dass sie eine Hexe ist und zum Beispiel, plus ihre Adjutantin, / Schülerin, da haben sie wirklich jeden Fetisch rein, wo du sagen kannst, okay, sie ist halb Ägypterin und halb Japanerin zum Beispiel und sie ist die volle Zundere. Die witzigerweise am wenigsten von den Leuten, die es kennen, am wenigsten beliebt ist, witzigerweise. Das ist ja komisch. Ja, und er mehr oder weniger diesen Plot reingezogen wird, da er mit einem gefälschten Talisman in ein Tentakelmonster verwandelt wird. Jo. Yay. Yeah. Ja, ich hab nur die Beschreibung vor Augen halt. Ja, das einfach nur das. Ja. Und das Lustige ist, er verwandelt sich in ein Tentakelmonster, das normalerweise alle Kaiju-Fans sofort erkennen müssten, normalerweise, weil er schaut Punkt für Punkt genauso aus wie hieß das Ding nochmal? Dieses Smog-Umwelt-Schleimmonster, das Godzilla bekämpft hat. Ohne Scheiß, ja. Nee, es gibt ein Monster aus der alten Taichu-Ära der Godzilla-Filme. Ich weiß nicht mal, in welchem Fall. Das ist zu lange her. Es gibt zu viele Filme davon. Ja, ja. Und das ist genau dieses Monster, dieses komische deformierte Schleimmonster, das mit diesen komischen invertierten Augen, die nicht ganz gleichmäßig am Körper verteilt sind, so quasi so große nach unten gekippte Augen, um es ein bisschen genauer zu beschreiben. Und dagegen kämpft Godzilla. Das ist genau dasselbe Monster. Du musst, such dir Tentacles und Witches raus und such einfach mal eine Liste von Kaiju-Monstern, die Godzilla bekämpft hat in den letzten Jahren. Das Ding ist dabei. Das ist der Joke, das ist der Witz an der ganzen, und den kapieren die meisten Leute heute nur noch nicht. Und auch so quasi, er ist versehentlich ein Tentakelmonster, und Tentakelmonster sind automatisch, und sie bringen es ja sogar auf. Es ist, sie sind dazu ausgelegt, alle Frauen zu ihren willigen Sexsklavinnen zu machen. Und am Anfang macht er so wirklich so richtig unfreiwillig, so quasi, nein, ich will eigentlich gar nicht so schlimm sein, oh, geht nicht. Ab dafür. Ja, au. Und der Rest ergibt sich dann mehr oder weniger. Dann gehst du jetzt in den verlaufenden, glaube 3 Teilen oder 4 Teilen, die es gibt, ja, immer mehr so in die Romantikrichtung mit noch ein paar anderen Figuren. Eigentlich ist es, wie gesagt, es ist eine Parodie auf diversere Tentakelgeschichten normalerweise.
Es ist eine Parodie, aber die zieht den meisten Leuten leider wirklich haushoch über den Kopf vorbei, weil die kennen das einfach. Die können nicht über den Witz lachen, weil sie den Witz nicht verstehen. Aber der Witz ist nicht schuld daran, dass sie ihn verstehen. Leider. So ist das eben. Hey, da bin ich mal gespannt drauf. Den würde ich mir jetzt mal, wenn, wie gesagt, wenn Streamcloud wieder läuft, angucken. Ja, ich habe geschaut, ja. Was zur Hölle? Was? Die Beschreibung? Klingt ganz interessant. Wieso? Du hast ihn noch gar nicht gesehen. Nee, er ist auf jeden Fall sehr anschaubar. Er ist sehr bunt. Die Kostüme sind nicht unbedingt, was man jedenfalls einem Cosplayer vorwerfen könnte. Es würde gehen, aber. Toll, jetzt wollte ich eigentlich gerade was mit Klasse bringen. Jetzt gehe ich lieber auf die Richtung, was man cosplayen könnte. Ach so, nee, muss nicht sein, was, muss nicht sein. Was auch schon gecosplayt wurde. Außerdem bleiben wir doch gleich bei den Magical Girls. Maikai, Tenshi, Jibril. Oh, Devilish Angel. Wenn es die Ehe ist. Die wollte ich auch noch bringen. Da ja. Hast du mir was geklaut. Ich erkläre mal so. Die kleine Rika und ihr Freund sitzen im Park. Der Freund baggert sie halt, beziehungsweise sie wollte es ihm gestehen oder andersrum oder beide, bla, gegenseitig. Wie auch immer. Zumindest dann mal wieder 10 Tage. Und Rika wird gerettet von einem Engel. Und das Dumme ist, ja, Rika muss dann aber gegen die Bösen kämpfen. Und was kommt dann natürlich als Bedingung? Sex zum Aufladen der Amore-Power. Ja, Amore, das ist so herrlich, wie sie das beschreibt. Aber du hast so einen kleinen, pink gekleideten Lolli-Engel, der zwei Teenager versucht, yeah, wir brauchen Amore. So, ja, wow. Ich bin hier noch nicht fertig. Ehrlich. Moment, es geht noch weiter. Es ist ja noch nicht ganz vorbei. Und zwar, sagen wir so, das Ding bedient dann auch viele Fetische, weil je nachdem, was er macht, erlernt sie auch noch Spezialattacken. Jo. Sprich, beim ersten Mal dann Bukake, Anal, Freiluft. Bondage ist auch mit drin. Ja, alles mit. Ja. Ganz weiten. Genüge. Dreier. Und was 69 und was nicht alles. Also, wenn man einmal ein modernes Kamasutra haben will, muss man sich bloß Jibiri angucken. Ja. Das Lustige ist bloß, das Ding ist auch noch cosplaybar. Und ja. Im Ausland hat man schon welche gesehen. Ich glaube, hier in Deutschland gab es mal welche vor langer, langer Zeit. Ja, wie gesagt, vor langer Zeit. Als die Cosplay-Szene noch wirklich um Cosplay ging und nicht um, oh, wir machen einfach nur Fasching 2.0. Als die Cosplay-Szene noch Eier und Titten, Eier und Muschi hatten und nicht androgyne Lebewesen waren, die weder Alkohol noch was anderes, die schon von Bionade besoffen werden. Sagen wir es doch einfach mal so. Wenn du heutzutage sagst, du hast dicke Eier, bist du gleich der Feind der Frauen und der Feind der Nation und bist Sexist. Ja, ja. Du bist Sexist, wenn du sagst, du möchtest keinen fetten Cosplayer sehen, du bist bei jeder kleinen Scheiße Sexist. Du musst bloß sagen, ja, die fotografiere ich nicht, die ist mir einfach zu dick oder die ist mir zu flach, die passt nicht ins Cosplay. Weil wenn du eine Kirke, zum Beispiel Kirke, ZNT, sind wir auch wieder beim, ja, nicht Hentai, aber beim mächtigen Ichi-Teil. Serenus Geimer, brauchen wir nicht sagen. Und wenn da eine Kirke ist, die aber ein A-Köpfchen hat, hätte die Original-BHs von Kirke, die würden flattern. Deshalb, ich kann sowas einfach nicht ab, wenn auch, ich kann es genauso wenig ab, wenn Frauen immer sagen müssen, ja, ich muss irgendwelche komischen, schwulen Kerle cosplayen und mich abbinden von meiner Doppel-D auf Null. Ich muss zusehen, dass da eine Muskulatur draus wird, die sowieso nie kommt, weil ich gar nicht dafür den Körper baue und gar nicht die Auslegung habe, aber scheiß drauf, ich probiere. Aber das hätten wir beim letzten Mal auch anbringen können, theoretisch noch. Ja, bringen wir es ja heute auf. Und ich glaube, spätestens nachdem die Leute den Titel gelesen haben, werden sie sowieso nicht besser schauen als die ersten 10 Minuten. Also, und dann bekommen wir wieder Hassmails. Da bin ich schon gewohnt. Ja, Morddrohung, Kritik, Kommentare bitte alle an mich. Dann gibt euch meine Facebook-Adresse. Ich mach das, kein Problem, hey. Ist kein Problem. Yeah. Es gibt da sowas Nettes, das nennt sich Blockierbutton, wenn es mir zu viel wird. Nee. Also von daher. Da gibt es was Besseres als Blockierbutton, Sarkasmus.
Ja, das Dumme ist aber bloß, Ironie und Sarkasmus anzuwenden heutzutage ist, ganz besonders an Idioten anzuwenden, ist wie mit Steine auf Affen zu schmeißen. Das hilft nicht. Aber du kannst drüber lachen. Man sieht nur die ganzen Videos, die ich jetzt letzter Zeit gemacht habe, wo die meisten Leute die Ironie nicht verstanden haben und wir, ich habe gedacht, du machst eine Kritik. Schenkelklopf. Für Arme und Beinlose. Ja, wortwörtlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gegen Dumme anzuwenden ist genauso Nee, aber eben, wie gesagt, Maho, Shoujo, The Devil is Angel zum Beispiel eben, ist einfach so was, ja, das ist genauso wie zum Beispiel Moetan, wo einige mal sagen, nee, das ist Kinderpornografie, das ist einfach nur, sie ist einfach nur ein kleines Mädchen, sie ist nicht einmal Hentai, witzigerweise. Moetan ist nicht einmal Hentai, das ist ein Anime, den sie aus einem Schulbuch gemacht haben. Das ist eine Figur, die sie in Englischbüchern drinnen haben, um Englisch zu lernen. Mein Gott, Moetan, das ist einfach bloß ein Lolli-Ding mit ein paar Andeutungen, weil die zwei Magier da perverse sind. Und? Ja, und sind beides Stofftiere. So ist Suppi. Ah. Also Suppi, na weil. Ich glaube, du hast drei Stofftiere am Ende. Ja, es sind mehrere. Ja, es sind genug. Bloß, wie gesagt, das ist doch alles bloß auch Kinderkacke zum Anfassen. Also, Ja. da soll sich keiner was draus machen. Ich Nee, würde auch sagen, die Szene blökt viel zu schnell los wegen jedem Scheißdreck. ihr weiß, dass sie sich nicht damit beschäftigen wollen, weil quasi einer, der wohl es am meisten, am lautesten schreien kann, heißt, das ist böse! Alle, ja, es ist böse. Warum? Weil er das sagt. Ja. Alle auf der Abscherschiene. Warum? Weil Denken ist nicht mehr in Mode. Denken ist nicht geil. Nee, weil, momentan regen sie sich auf und oh meine Güte, Kinder, aber so Floch-Idioten-Versionen, wo man sagen kann, okay, wo man sich echt nur als Mensch mit zwei Gehirnzellen schämen muss, so wie zum Beispiel Kämpfer, wo es echt nur in your Windows hinterfragt, weil es ist nur blöd, das ist nicht einmal mehr lustig zu anschauen, weil es einfach nur noch dämlich und voller Handlungslöcher ist. Einfach, und Das so, ist scheiße. aber nein, das ist der ultimative geile Battle-Anime. So, nicht einmal das, es ist einfach nur blöd. Aber Hauptsache da ist es. Na, ist egal. Naja. Da gucke ich lieber Baka to Chest no Shoyuko oder wie es heißt. Backen Testo meinst du, oder? Ja, das Ja. ist wenigstens. Yeah. Wo wir auch eine lustige Story haben wegen einer Trap. Weil das ist ja eine von diesen, wo sie sich über Traps aufregen, zum Beispiel. Ja, wegen Hideyoshi. Ja, Das dritte ist schlecht, mehr oder komm, weniger. da hätte ich noch ein besseres Beispiel. Oder wir haben ein paar. Huhu. Oregai, das neue jetzt hier, Yahari, Boku no, bla, Saifu. Snafu. Ach so, ja, das höre ich. Und oh, ich habe es nicht gesehen. Und ist das nicht eine Second Season oder so? Ja, das ist jetzt in der Second Ja, Season. denke ich mal, ja. Kann ich absolut empfehlen. Richtig geil. Ganz besonders der Hauptcharakter ist einfach so ein scheiß Außenseiter und so ein antisoziales Arschloch. Das war Oh. schon wieder richtig. Das Lustige ist, er ist aber für alle, er hilft eigentlich allen außer sich selbst. Das heißt, er schadet sich vor selber. Ist eigentlich sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Bloß, da gibt es einen aus dem Tennisclub. Ja. Das Ding sieht aus wie ein Mädchen. Der Typ ist auch öfters auf der Route. Der denkt sich so. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich auf die Route gelange. Will nicht und dann doch und bla und blub. Der denkt sich auch so, wer weiß, ob das wirklich eine Trap ist oder ob das eine Trap in andere Richtung ist, Ja. eine Reverse Ja. Trap. Das ist heißt, ja, es ist ein Junge und dabei ist es doch ein Mädchen. Okay. Aber Wer ist das an sechs Runden? Ich oder ihr? du. Okay, nehmen wir dann füllen wir das Ganze mit noch einem weiteren Magical Girl. Weil Magical Girl ist eine von diesen häufig verwendeten Sachen, witzigerweise in Hentai. Das ist sehr oft in Hentai. Abgesehen von Dämonen und Tentakeln und okay, hier kommt die Version, die ich jetzt gerade habe, kommt ja auch. Was ziemlich genau gut zu den Devil Angel dazu passt, ist ebenfalls Mahou Shoujo Elena. Oh ja, oh Oh ja. Mann, Alter. Das ist auch ja so mehr okay, grenzwertig, mit ein bisschen Drama am Ende und Bisschen. wuh. Weil das Ding macht sich wirklich grandios, grandios über so ziemlich alle Klischees, vor allem über gewisse Sailor Moon Klischees lustig. Oh ja.
Wow. Oh, warte, warte mal, warum fallen soll? Weil du hast wirklich dieses Magical Girl Downfall Syndrom zum Beispiel, wo wirklich eine gefangen wird und umgekehrt wird, so mehr oder weniger, so wie einige Storylines in den meisten Magical Girl Serien so ist, dieses Rogue Magical Girl Storyline Teil, wo alle auf einmal die Böse ist, obwohl sie eigentlich gar nicht die Böse sein sollte, aber von der bösen Macht umgekehrt wurde. Und in dem Fall wirklich umgekehrt. Meine Güte. Wo man gleich den wunderbaren fetisches Body Inflating einbauen könnte. Alter Schwede. Quasi, wo wir gerade vorhin dabei waren, bei That Doesn't Go There. Da haben wir ja auch mal diversere Sachen. Ja, der gestoppert so viel. Ja. Was? Ja, einer von diesen Serien, ist, wo ich sagen muss, sie machen auf der einen Seite eine gute Parodie auf diversere Magical Girl Geschichten, andererseits haben sie noch ein bisschen einen netten kleinen Dreh in die Drama-Richtung am Ende, wo du sagen musst, okay, weil es wirklich so nicht ganz ernst gemeint ist, kommt es ein bisschen flach rüber, gebe ich offen zu. Abgesehen der Hauptprotagonistin, aber was so ist. Oder hast du ja auch wirklich alle Fetische vorhanden, inklusive Gender-Bender-Storyline und so weiter und so fort? Natürlich auch mal Yeah, oh was. Mann, oh Mann. Und ebenfalls, wäre wahnsinnig gut Cosplay, weil es ist ein relativ einschlägiges Magical Girls, dieses typische, wirklich schon im leicht Sportdress mit High Heel und Sportschuhen im Bereich. Mit ziemlich gut mit Petticoat und so weiter und wirklich ziemlich bunt, ziemlich interessant anzuschauen. Aber wie gesagt, das würde natürlich niemand kosten, weil niemand würde sich jemals assoziieren zu trauen in Bezug auf Hentai. Oh nein, niemals! Um Gottes Willen! Oh, die Kostüme werden aber super anzuschauen, werden sehr machbar und werden sehr unterhaltsam einmal. Aber Oh ja, nee. ganz besonders Jubilee würde mich eigentlich freuen, weil das ist ein Cosplay, was eigentlich richtig geil ist. Das Lustige ist, ich kenne sogar jemanden, der es jetzt cosplayen will. Ich bin mal gespannt, Meinst du wie das es dann da rauskommt. aus, meinst du das aus No Game No Life, oder? Nein, ich meine die Nein. Jubilee, über die wir gerade gesprochen Ach haben, über so. Devil Angel. Ach so, okay, Wir Entschuldigung, sind ja. bei Hentai, mein Bester, wir sind Ja, bei nein, wenn Hentai. du Chibri aufbringst, dann denke ich mal erstens gleich mal an den God-Killing Angel aus No Game No Life, deswegen. Ja, der ist zwar geil, der geht auch schon in die Hentai-Richtung, aber nein, ich rede von dem Original. Das Ja. Original ist immer, das Original war früher da, weitaus früher. Ja. Wow, früher. Ja, Ja, das muss man ja betonen für die ganzen, die das nicht mehr wissen, weil sie aber so es jung wäre sind. egal, aber schwer zu machen, weil du brauchst nur jeden Fall, man bekommt überall zum zu kaufen. Die Badeanzüge in Weiß bekommt man sie auch schon. Ah, da braucht. Ja, doch, Badeanzug stimmt. Grüße. Badeanzug, High Heel, weiße High Heels bekommt man auch schon Na, überall. High Heels hat sie nicht an, die hat diese Overknees. Pornoplateaus an. Pornoplateaus und Overknees, ja. Ja. Und die Puffärmel mit, die sind wirklich nicht wahnsinnig. Und die paar netten kleinen Aufbauten an der Seite mit den Flügeln und so weiter, das ist wirklich, also jeder, was normalerweise Cosplay-Arbeiten macht, sagt dir, dass er das an einem Wochenende fertig gemacht hat. Also das ist nichts. Ja, Das ist, da ist nichts Mördermäßiges dabei. und ich glaube am Badeanzug noch ein, zwei Rüschen, aber das ist auch nicht das Große. Ne, eben Also, nicht. das ist so fucking einfach eigentlich Hm. und so fucking genial. Du hast da ja außerdem auch noch mehrere Staffeln und mehrere Outfits. Das ist schon cool. Also, Ja. sollen sie es machen? Ich bin gespannt. Wenn es wirklich klappt, dann wäre ich Nee, nee, glücklich. nee, nee, nee. In dieser Generation nicht mehr. Da sind viel Wasser, die drauf runterrennen will. Oder zumindest irgendeinen Bach. Nicht unbedingt meinen Bach hier, aber. Naja. Nee, das dürfte doch dauern, bis wir wieder so eine offene Community haben, die was sich wirklich mal was traut oder die sich mal wirklich darum kümmert, was sie wirklich macht, bis sie da wieder mal, wow, man wirklich mal rausgeht aus sich selbst. Ich warte einfach ab, wenn es wirklich die eine Cosplayerin, die es angekündigt hat, macht, dann bin ich glücklich. Dann freue ich mich, aber die sind sowieso alle so komisch drauf, auch mit ihren komischen Materialien, statt die dann einfach mal einen Badeanzug oder was nehmen. Nein, dann muss es Leder sein und so eine Scheiße, wo ich mir denke, Leute, ihr habt einen Ja. Haken. Ja, Lass ja. mal. Wir sind schon wieder bei Cosplay, mach Ja, mal ja, weiter. ja, 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 ja. Ungefähr so, die ja. Dame ist dran. Oh, Die Dame das ist wird dran, irgendwie so ein oder? Running Gag werden, glaube ich, jetzt bald. Ja, verpacken wir mal einen Klassiker aus, und zwar einen richtigen Klassiker. Jetzt holst du es raus. Wordsworth. Wordsworth. Oder der deutsche Titel am Ende des Oh, Lichts. wow, ja, das ist. Davon sowas von. Oh. Uhr, alter Klassiker, ey. Aber der deutsche Titel nochmal, ich habe es gerade nicht verstanden, akustisch. Wordsworth. Der deutsche.
Der deutsche Titel, Am Ende des Lichtes, heißt er auf Deutsch. Finde ich total scheiße übersetzt, aber naja. also, wunderbar. Nee, das ist echt ein guter Klassiker mit einer recht coolen Storyline. Also, wo ich sage, dass man hätte, der eine richtig geile Storyline hat, wo man auch richtig gerne weiterguckt. Scheiß mal in dem Moment wirklich auf den Hentai-Kram, sondern die Storyline interessiert. Ja, ist wirklich so, ja. Ja, und da sind dann auch einige Klischees erfüllt, aber halt, ich sag mal, mit den gewissen Augen. Für alle, die Wordsworth nie gesehen haben, ist, es ist Record of Lodoss Wars, der Porno. Yay! Yeah. Es ist D&D, der Porno, okay? Es ist wirklich, dieses typische, fast schon Mittelalter-Szenario mit einem Haufen Magic, einem Haufen verschiedenster Orten von Fantasy-Figuren. Aus der Wald- und Dunkelelfen, Succubus, also die ganze Nummer, was nicht alles Rang und Titten hat. So kann man es auch ausdrücken. Ja, da hat einiges ausgedrückt. Das ist echt ein Klassiker, wo man echt sagen kann, einfach mal kurz so ein bisschen das Hentai beiseite packen und einfach halt mal auf die Story achten. Das ist richtig gut ausgewogen, finde ich. Ja, es ist ja einer von den alten Klassikern, wo man sagen kann, da ist noch... noch Hentai, sag ich mal. Ja, wo es noch eine Idee dahinter hat. Nicht so quasi die dünnste von den dünnsten Plotlines, nur quasi, wie bringen wir die beiden Figuren irgendwie in einen Raum? Oder auf dem Parkplatz? Oder unter die Laterne? Oder wo auch immer hin. Oder in die Bibliothek? Oder zum nächstbesten Tisch? Da fällt mir gerade so ein beschissener Titel zu ein. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. ich bin zu lachen, wenn du jetzt das sagst, was ich mir jetzt gerade denke. Darf ich? Ja. Sex Friend Finn. Genau darauf. Junge geht in Bibliothek, sieht Mädchen dort masturbieren, wird geil, geht rüber zu seiner Eulen, trifft sich mit ihr im Krankenzimmer, bumst da eine Runde, geht zurück, vergewaltigt die mehr oder weniger in der Bibliothek. Nein, dann schmeißt noch die Lehrerin an ihn ran und nur so eine Scheiße im Prinzip. Stopp. Innerhalb kurzen Szenen darauf hinaus, dass sie bumsen. Yeah. Also Scheiße. Da hast du aber die erste Folge verpasst. Die erste Folge war nämlich eigentlich gut. Das Dumme ist, du bist bei der zweiten eingestiegen und die zweite ist wirklich... Ich habe die erste auch gesehen. Die erste hat noch Sinn. Die zweite wird dann schon... Einfach schon so... aber Sex Friends ist wirklich flach. Das ist wie mit... Ja. Mai, okay, da gibt's eine bessere Version. Da gibt es eine bessere Version als Sex Friends. Es ist das gleiche Thema, aber es ist wesentlich niedlicher und wesentlich, weil es eigentlich nur knuffig ist, ist A Strange Kind of Woman. Okay, ja, habe ich glaube auch schon. Oh, das gesehen. Ist sowas. Sie spricht nicht und hat einen extremen Fetisch für Dildos. Und der Typ trifft sich mit ihr das erste Mal im Zug, während sie gerade einen von ihren... wow, ist das hier eine Einspielung auf irgendein anderen Ding, weil sie hat den Frosch-Dildo. Du vergisst doch die verrückte Wissenschaftlerin. Du vergisst die verdammte verrückte Wissenschaftlerin, die auch noch was mit ihm haben will. Ja, und die immer vergiftet. Und dann der legendäre Dreier. Wow, ehrlich. Und es ist aber so niedlich rübergebracht, vor allem da, wo sie im Schwimmbad sind zum Beispiel. Ja, oder dann auch die geniale Andeutung mit den, ich gucke mir erstmal Altherm-Filme an. Nein, Filme für alte Gentlemen und solche Scheiße, also was der da für Andeutung gemacht hat, das ist einfach, das hieß, glaube ich, Hatsu Ino, läufiger Hund. Ist der japanische Titel. Okay. Passt eigentlich. Und ich glaube, jetzt ist bei mir vorbei. Yes! Wieder mal geschafft. Yeah, wir haben sie wieder mal flach gelegt. Der Lachorgasmus wartet nur noch. Schon mittendrin im Lachorgasmus. Hey, wenigstens hast du ein super Training, du Huns. Also, was willst du? Ja, liebe Jungs und Mädels, diese Frau braucht zwei Typen, um sie zum Lachorgasmus zu bringen. Danke sehr.
Mindestens. Mindestens, yeah. Ein Zwergfell ist mir nie genug. Ich wollte jetzt eigentlich auf einen guten übergehen, der sogar richtig ernst ist, aber das kann ich jetzt gerade vergessen. Ja, wir haben ja noch Zeit. Warte ein bisschen. Lass die Dame erstmal zur Luft kommen. Gebt ihr Platz. Sie war zu uns allen sehr gut. Bei mir auch. Ich habe wahrscheinlich wieder einen furchtbaren Hustenkrampf. Schon an. Okay, fang ich mit einem Weirden an oder lieber mit einem, der mir gefallen hat? Ich weiß es nicht. Mach, wie du denkst, ne? Ja, das nehme ich wieder Maurern. Ich habe fertig. Ja, hast du. Brav. So, ich habe gerade die Platte nicht angeschlossen, wo ich ihn drauf habe. Oh. Aber schieß mal los. Zum Maid war blub. Story ist so. Okay. Mutter ist weg. Kerl ist zu Hause, träumt gerade noch von der Maid mit Brille und so und macht gerade noch perverse Fotos und wacht dann auf und hat auf einmal eine Maid. Du betonst es immer so, Maid, eine Maid. Ein Hausmädchen, ja. So bitte ein Hausmädchen, weil wenn ihr meist mal eine Maid. Oh, wir gehen uns in die rustikale, klassische Gothic-Richtung. Oh, eine Maid aus Frohlanden. Okay, eine Maido. Ja, eine Maid. Und diese Maido ist auch noch seine Sandkastenfreundin Kirina. Und statt ihm einfach so gleich auf Rudelbumsen, geht's anders. Und zwar spielen wir ein Spiel. Jedes Mal, du bist mein Meister, ich bin deine Dienerin. Wenn du Scheiße baust, verlierst du Punkte. Mhm. Und der Raum muss leiden. Sagen wir so, da gibt's denn wirklich von... Das Lustigste war, als der Typ erwischt wird, weil er sie fotografiert hat, während sie geputzt hat. Und sie hatte ja sein ganzes Material zum Training entsorgt. Und er hatte dann eben Fotos auf dem Telefon. Und sie kommt rein und hat ihn erwischt und reicht noch die Wixbox, also die Taschentuchbox. Oh je. Er läuft einmal quer durch den Raum, selbst die Wand hoch. Und man sieht dann nur noch Andeutung, man hat da keine Zensur mehr, man sieht dann schön den Schatten mit allen. Mm. Inklusive mit dem Kugelschreiber zwischen den Beinen. Oh je. Man denkt sich dann nur noch einfach so, yes. Und sie fängt dann eben auch an, sie ist eigentlich in ihm verknallt, das sagt sie später auch, dass sie steht eben auf diese bipolare Scheiße, also spielt er da so mit und ja, es ist ganz interessant. Es sind ein paar Prügelspielchen dabei, so leicht, also so dieses Hausraum-BDSM, würde ich sagen. Was aber schon... Mal einen ordentlichen Klaps auf den Arsch, oder was? Mehr als einen ordentlichen. Also der ist schon groß, aber die steht noch drauf. Die mag es ja. So ein bisschen versaut und alles, Dirty Talk und das Ganze. Es ist halt relativ soft, aber es ist eigentlich ganz niedlich. Ganz besonders, da es nicht so... Dazu, der Igel ist genial, den sie dabei hat. Ganz besonders. Der Igel? Ja. Yeah. Hat sie als Haustier, wenn der Igel teilweise... und teilweise hat sich den Igel auch schon auf den Kerl geworfen oder genießt und der Igel ist auf den gefallen und das arme Schwein hat auf den... Also der hat schon seine... Der hat seinen Zweck gekriegt. Auch als sie geweckt hat mit dem Igel mitten ins Gesicht. Das ist natürlich auch toll. Also es ist schon putzig dazu, was der Igel denn jedes Mal, wenn wenn sich die Sexspielart und auch die Location ändert, dreht der Igel so schön das Schild mit zum Beispiel Sex im Prügel oder im Bad und was nicht alles. Das ist so genial. Also es ist schon sehr humoristisch gemacht, aber auch sehr putzig. Und der Zeichenstil ist gut. Also ist auch ein relativ neuer. Ja, deswegen ist etwas grob mit der Animation, muss ich sagen. An einigen Stellen muss ich sagen auch. Also Er wirkt ein bisschen klobig, was die. Also es sind nette Designs, aber es wirkt von der Optik her etwas low budget fast schon. Ja, war es wahrscheinlich auch. Ja, also nicht, dass es irgendwas schlecht sein oder was. Es ist einfach nur dieses. Du merkst einfach, dass. Heutzutage hast du auch nicht mehr diese High-Budget-Sachen wie früher, weil einfach Hentai ist billig produzierter Scheiß, der rausgehauen wird, weil Hentai ist heutzutage nur noch 1% des ganzen Marktes, weil kein Schwein es mehr will. Guck mal, in Japan sind wir doch schon so weit. 30% der Kerle wollen nicht mehr vögeln und 50% der Weiber nicht. Deshalb sterben die Japaner irgendwann aus, weil sie
keinen Nachwuchs mehr haben, weil sie nur noch androgyne Spinner haben. Das ist doch für einen Arsch. Und die Leute, die dann Sex haben, die haben teilweise auch keine richtige sexuelle Aufklärung mehr, weil halt alle total mit Stock im Arsch rumrennen. Hm. Das heißt, die Japaner sind so, wie wir Deutschen im Cosplay sind, die Japaner bei Thema Sex. Selbst wenn du in einen Sexshop gehst, ist alles zensiert. Du kriegst nichts Unzensiertes. Das ist, Heck, ey. Das ist ein 18er Plus-Laden oder 20er Plus-Laden. Trotzdem, alles zensiert. Das liegt einfach daran, dass die Japaner extrem verkrampft sind in Pornografie und auch alles, was in die Erotikschiene geht. Einerseits sind das sind eigentlich solche Heuchler. Wenn eine Cosplayerin ein zu kurzes Röckchen anhat, dass man das Höschen fotografieren kann, da legen sich manche noch zwischen die Beine und fotografieren aus dem besten. Ja, Winkel. Die Fotos sieht man überall im Internet, wo die ganzen Fotografen mehr oder weniger nur am Boden hinroppen, so auf den Rücken, so Marine, ja, Marine Sideways. Am besten noch mit einem 300-Tele-Zoom, ja. Dann könnt ihr ja vielleicht besser spähen. Mhm. Man kann vielleicht, wenn sie, wer weiß, wie es da aussieht. Aber wie gesagt, die sind einfach sehr Brüder, und da finde ich eigentlich solche Hentai bzw. solche kleinen Schmuddelfilmchen gar nicht so schlecht, weil das ist dann auch so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen der Appell an die Jugend, probiert einfach mal was aus. Naja, weil, es ist einfach dieses, ja. Nein, es ist einfach dieses quasi, was der in Japan ist immer noch dieses starke für die Ehre, dieses Ehrverhalten, ist immer noch sehr stark in der Kultur verhalten, so quasi, du sollst in der Öffentlichkeit ja nicht negativ auffallen und du bist auch nicht Alkohol trinken. Ja, und das ist alles dieses extrem Essen darfst du nicht. Du darfst essen in der Öffentlichkeit, du darfst es aber ja, nur nicht dabei laufen. Doch. Das geht ja als unmöglich. Du darfst dabei sogar laufen, du darfst es aber nur machen, wenn du bei den Fressmeinen unterwegs bist und Einkauf machst. Wenn du dagegen nicht bei den Fressmeinen bist, oder wenn du zum Beispiel von der Schule nach Hause gehst und sowas, das darfst du, aber du darfst es nicht, wenn du also diese ganzen kleinen Bäckereien und Stände, das darfst du. Du darfst aber es nicht zum Beispiel bei McDonald's was mitnehmen, das ist ja, das Todstrafe. Meine ich gerade spezifisch. Mhm. Das ist Todstrafe. Alles, wo ein Lokal ist, darfst du nicht. Alles, was diese Stände sind. Auch Traditionen sind, um mal wieder aufs eigentliche Thema zurückzukommen, dass überhaupt Tentakel-Hentais ja entstanden sind, ist halt bedingt durch die Zensur gewesen. Ja, das war so ein Herumwerkeln um das Ganze. Du darfst keine Penetration zeigen, du darfst keine Geschlechtsteile zeigen, aber Tentakel sind keine Geschlechtsteile. Und es hat alles eigentlich so angefangen, so rund um den Anfang der 80er herum war es eigentlich so. Weil die meisten interpretieren es immer falsch mit diesen alten Ukiyo-Zeichnungen aus dem 16., 17. Jahrhundert herum, wo alle diese berühmten Klassiker kennen, diese Frau, die am Strand liegt mit einem Oktopus zwischen den Beinen zum Beispiel. Dieses Bild, glaube ich, kennt eh jeder. Diese uralten Seidenmalereien zum Beispiel, oder diese ganzen Illustrationen. Wovon eigentlich eher gesagt, ja, Jungs und Mädels, so haben eure Mangas angefangen mit so kleinen Schmuddelbildern. Das Lustige ist ja, Ukiyo-e wurde teilweise früher auch benutzt als Katalog für Bordelle und aller Samurai Champloo. Genau, wollte ich gerade aufbringen. Da bringen sie ja einen super Vergleich hin. Machen sie eine Columbo-Timeleap-Episode raus, wo man sagen muss, wow, das ist Pinky at the Brainstyle, wo die jetzt hinwohnen. Hui! Ja, weil ja das Bild von ihr, von Fu, das damals gemacht wurde für diesen Sklavenhändler, / Menschenhandel, ist dann irgendwie nach Holland gekommen und hat dann Van Gogh irgendwie sein Zimmer aufgehängt. Van Gogh wurde ja wirklich von den Japanern inspiriert. Das hat man auch gewusst. Ich finde diesen Bogen, den sie gezogen haben, finde ich brillant damals. Das war super. Es ist einfach. Jetzt schweifen wir echt sehr weit in andere Themen. Ja. Oh. Eigentlich noch bei Hentai Schmuddelkram. Außerdem, es ist ja nicht nur Hentai, sondern auch andere schöne Dinge. Ne? Also von daher, außerdem, sage ich es mal so, irgendwo muss man ja mal so dieses Urentständnis vielleicht, könnte man ja ein bisschen Aufklärung betreiben, wenn man schon hier labern. Und da ist, denke ich mal, das gerade, was wir sagen, nicht ganz verkehrt. Ganz besonders die ganze junge Generation, die dann wieder sagt, ey, du spinnst doch. Und dann sagt, nein, hörst die an. Andere bestätigen es sogar noch. Ich bin also nicht allein. Nee, das ist es ja gerade, weil die meisten das gar nicht einmal hören wollen, weil das würde nicht in ihr Weltbild passen. Vor mir war nichts. Das ist das, was die meisten sich einbilden, so quasi. Bevor wir da waren, war nichts.
Ja, da war nichts. Da waren nur Dinosaurier, Urschleim und der Urknall, ja klar. Big Bang Theory in klein, ne? Ja, wow, was haben wir nicht alles knallen lassen in den 90ern? Das waren auch Zeiten. Wow. Treppen, Autos, Telefonzellen, Frauen. Ja, alles fliegt in die Luft. Yeah, alles ging hoch. Juhu. Ja, ja, wir hatten Spaß und Bombenstimmung und strahlende Kinder. Und heute haben wir nur noch strahlende Kinder. Ja. Wer strahlte Kinder? Ja. Oh Mann, ihr macht mich heute. Komm, hau noch einen drauf, dann ist das Höschen endgültig durch, dann muss es wechseln. Ja, das muss ich. Ich glaube, sie trägt auch gar keins mehr, ist aber so ist. Oder bist du etwa nicht nackt, Neo? Aus. Abbruch! Abbruch! Abort-Ship! Abort-Ship! Abbruch! Zu spät, Apollo 13 ist Anser gegangen. Ist schon explodiert, Rakete gestartet und bumm. Ja, ungefähr so. Yeah. Na, also. Zu viel. Ja. Wassermatter. Ja, ja. Okay, wer ist der nächste dran? Ich glaube, ich war irgendwann mal dran. So. Ja, ja, hast du was? Ach Quatsch, du. Ich? Oh, shit. Ja. Jetzt muss ich mal auswählen. Mache ich irgendwas, wieder Tentakel oder mache ich irgendwas Lustiges? Machen wir jetzt was Lustiges und dann machen wir was wieder mit Tentakel. Weil das ist auch eine Sache, wo ich noch viel zu reden habe. Aber etwas Aktuelleres, was noch nicht, was jetzt vor weiß nicht, vielleicht ein halbes Jahr, Jahr heraus ist, mit ein paar kurzen Episoden, mit den ersten beiden richtigen Episoden, ist ja Futabu. Oh! Oh! Ja. Hermaphroditen in Love. Yeah. Eigentlich auch. Ja. Deine Mädchen, die Schwänze haben. Oh yeah. Also, nicht Trap, sondern Futanaris. Also, alle Spielarten auf einmal. Eine normale Muschi ist ja dabei. Ja, als Angestellte mehr oder weniger. Ja, sie hat ja in der ersten Episode vorgeführt, als sie möchte hier die Dienstleistungsaufgaben im Club. Oh nein. Yeah, und wie sie sich drüber freut, um Gottes Willen, wow. Und es ist eigentlich eine Abhandlung, von einem, ich weiß nicht, ob es ein offizieller Manga war oder war es ein Dojin-Projekt, ich weiß gar nicht mal genau. Ich kenne Futabu kenne ich schon einigen Jahren. Da war es nur so ein Kurzpanel, so glaube 5 oder 6 Bilder oder so, oder nur so ein paar seitenlange Kapitel, die nur eine kurze Story erzählt haben. Und davon gab es glaube 5 oder 6. Und dann haben sie irgendwann aufgehört damit. Und auf einmal war ein Anime da. Ja. Und da hast du diese typische, die sportliche mit der typischen Klischees Bräunungsstreifen. Mit dem wirklich Ron Jeremy Teil zwischen den Beinen. Dann hast du Leute, die etwas ditzige mit grünen Haaren, die zwar einen der kleineren Geräte zwischen den Beinen hat, aber die dafür kommt wie ein Scheunenpferd. Dass die andere gleich kotzt. Ja, oder aufgeblasen wird wie ein Wasserballon. Das kommt in Episode 2 der Kurzstories vor. Oder dann hast du die typische Brillenschlange mit dem Über-Drüber-Teil, da ist mehr oder weniger, der sich quasi im Hals hängen kann schon fast. Der Hulk unter den Schwänzen. Ja, nein, das ist nicht einmal das Top-Gerät. Sie ist mehr oder weniger das, was sie dann über die alle momentan Witz machen wegen Hibiki Euphorium. Diese typische mit ihren In-Your-Windows mit der Brille. Oh, okay. Yeah. Ah, ja, ungefähr so. Die Präsidentin ist das Beste. Ja, die ist der Quotenlolli. Ein kleiner, den sie mit dem Pflaster abkleben können. Ja. Ja. Wirklich macht mit dir sein. Ja, nee, ist klar. Nee, das ist ein typischer Fetisch-Quoten-Lolli. Blond, Twin-Tail, ist ein Super-Genie, deswegen hat sie ein paar Klassen übersprungen. Also ist, glaube ich, eine Klasse übersprungen. Und sie ist auch die Club-Präsidentin. Sie ist so quasi... Sie halbt wortwörtlich aus, wenn sie auf Touren kommt, weil sie, sie lässt, sie klebt zwar ihre Männlichkeit gelegentlich ab,
Nur halt eben wehe, wenn sie losgelassen, wortwörtlich die Katze aus dem Sack ist. Moment, sie wird aber sie wird teilweise sogar dadurch, dass zu viel Blut aus dem Ja, bekommt sie Anämie, weil sie einfach zu klein ist dafür, dass sie so viel Blut überall austeilen kann anscheinend. Fällt sie meistens in Unwucht und dreht dann durch. Und danach heißt es Berserker. Ja, und dann ist sie dann hat sie total den. Das Bild von Scarlett Johansson und dem Hulk, wie sie da diese komische Flash-Animation gemacht haben. Oh, was ein Bild. Aber es ist knuffig gemacht. Es ist ein bisschen strange an den Gestellen. Es sind jetzt 3 Episoden raus, wobei die letzte Episode noch viel stranger, weil dann wird der Club der Mädchen aufgefordert, dort eben auf einer Orgasmus-Challenge von einer amerikanischen Futanari, nennen wir es mal so, wirklich so. Diese typische, also braun gebräunt mit Stars and Stripes BH mit Hotpants, wird vorher den Club heraus auf wer wen befriedigen kann. Nein. Ja. Die Folge muss ich noch sehen. Wie ich glaub, ist? Das ist einfach nur noch strange. Es gibt ja die kurzen Episoden, die sind nur 12 Minuten lang und dann gibt es die vollen Episoden, die sind dann eben die vollen 20, 25 Minuten lang. Ja, ja. Alle Episoden habe ich ja gesehen, 1 und 2. Ja, und das ist eben so, wow, hey. Ja, Crankshit. Es ist einfach nur strange. Aber auf irgendeine Art wäre es einfach nur so lustig, weil es einfach so lehrlich ist. Absolut. Aber witzigerweise ist es auch wieder eins von diesen Girl-Favorites, weil ein Haufen Mädchen, die ich kenne, die mögen diesen Teil anscheinend. Ich weiß nicht, okay. Nichts dagegen einzuwenden. Das liegt einfach daran, dass die meisten heute die... Ich würde sagen, das liegt einfach daran, dass die meisten Mädels heute sowieso diese Pseudolesben-Ambitionen haben. Und wenn dann noch was zum Penetrieren dabei ist, ist das natürlich noch schöner, weil Penetration ist ja eigentlich was Schönes. Das Dumme ist bloß, wenn man das zugibt, dann ist man ja nicht mehr lesbisch, ne? Das glaube ich jetzt nicht so ganz. Das ist glaube ich irgendwie anders. Ich würde trotzdem es darauf. Weil, wie gesagt, heute hast du ja, das ist auch mal ein ganz interessantes Thema. Sexualität das ist irgendwie so quasi, das ist so diesen, okay, es sind eigentlich Mädchen, aber sie haben Penisse. Also ist es nicht, bei Männern ist es eher so, okay, es sind Mädchen, also ist es nicht schwul. Und bei Mädchen ist, aber es sind eigentlich auch keine richtigen Mädchen, also es ist nicht lesbisch. Es ist so quasi, ich kann es anschauen, es ist quasi die Safe-Version für alle. Ja. Wortwörtlich Unisex. Will ich einmal behaupten, yeah. Und dann sagen, yeah, es ist bei weitem nicht so brutal, es ist einfach nur strange und mehr auf lustig aufgebaut, als dass man irgendwie sagen könnte, okay, das ist verstörend, im Gegensatz zu anderen Serien, wie gesagt, aber na. Ja, brutal und verstörend komme ich gleich zu. Okay, Madame, bitte. Brutalisier uns und verstör uns. Da bin ich gerne bereit. Ich ahne den Titel. Rape. Der ist ja noch langweilig. Ich hatte gedacht, du kommst mit dem Schlimmeren. Was denn? Please rape me? Der ist aber eher lustig. Nee, also, Rape. Da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich hing da auch nur so, alter Schwede, wie kann man eine hochschwangere Frau vergewaltigen? Oder sich irgendein Schulmädchen greifen oder irgendeine Kindheitsfreundin von sich oder eine Polizistin. Okay, ich glaube, den habe ich noch gar nicht einmal gesehen. Blinde Mädchen auch noch, das ist auch noch ein Ding. Warum, der Scherz, der jetzt kommt, oh mein Gott. Ein kleines Mädchen, was krank ist und im Krankenhaus. Was? Okay. Ja, er hat einiges gemacht. Also, der hatte richtig Spaß, der Junge. Boah. Nee, ich habe jetzt gedacht, war es ein blindes Mädchen? Ich hatte es nie kommen sehen. Wow. Sorry, das war das nur ein selbes. Entschuldigung, es ist grau auf E-Mail. Sorry, es ist schlimm, es ist böse. Oh, ich geißle mich heute am Abend noch ein bisschen dafür, aber Entschuldigung, aber der Witz hat erzählt. Sorry. Oh. Verständlich.
Ich hätte ihn auch gebracht. Na, aber, okay, aber dann, warum du sowas aufbringst, okay. Und ich kann mich da mal erinnern, dass ich, ob ich den habe gesagt, ist den einzigen, wo ich, zum Beispiel mit Rape dabei habe, ist Please Rape Me. Und da ist es mehr als Comedy aufgebaut. Ja, er ist auch wesentlich sozialer als Rape, Rape, Rape. Ja, nee, da aber da gibt es noch mehr von dieser Sorte. Sex Taxi und so weiter und so fort. Ja, oder Fox oder Foxy Nude, die ist sowieso verstörend, wo diese Top. Top-Journalistin zum Beispiel wirklich ach, ja, die Leute anstichelt zu Gewalttaten, damit sie was zu berichten hat. Ja, wow! Ja, das ist Exploitation. G-Twing. Oh, das ist... Ist alles so die gleiche. Ja, das ist so wirklich schon mehr so in Exploitation-Richtung fast schon, kann man sagen. Das wäre alles ja, etwas... In den 70er hätten das die Italiener gemacht, wahrscheinlich. ja... Das Rape with Rape ist eigentlich noch relativ, ja, bis auf die erste Szene, wo sogar ein paar Mädels Eier rauspressen und so. Wie's aus es ist ein Klassiker, Haaren, um da, Gottes Willen. Damit hat auch noch einige Pornostelle in Amerika ein bisschen ihre Karriere aufgebaut. Die Ping-Pong-Bälle zum Beispiel. Damals. Was denn, wie das aus Kasen hat? Ja, aber wie gesagt, diese ganze Sache ist eigentlich relativ human, weil du hast da ja in jeder Folge bloß ein oder zwei oder drei und das geht dann. Und der Typ hat ja nicht diese Massenvergewaltigung, sondern immer bloß eine nach der nächsten. Das heißt, ein Opfer nach dem nächsten, bloß die Anfangsszene mit diesem schwarzen Raum, großen Raum, wo dann alle drinnen sind, das ist schon weird. Mhm. Und dass die eine sich halt umbringen wollte nach dem Rape. Aber sonst ist das okay, alles... Okay, wir hören ein bisschen sehr düster, okay, wollte du so kommen? Nein, so düster ist es nicht. Es kommt gar nicht so düster rüber, finde ich. Es kommt manchmal, sind düstere Teile drin, aber die meiste Zeit kommt es eigentlich relativ, ja... Ja, wo wir irgendwie mehr beim Thema, aber dass die meisten Hentai-Sachen eigentlich von Vorspiel in die Horrorrichtung gehen, eigentlich, ja. Das ist ja, was mir mal aus Aufwurst, weil die meisten Leute gar nicht einmal auffällt mehr, glaube ich. Weil die meisten, ja, okay, wer achtet schon? Ich habe nur eine Hand frei und nur eine Gehirnzelle. Also achte ich nicht so auf den Plot wahrscheinlich, keine Ahnung. Das kommt mit dem Alter wahrscheinlich, dass man auch, hey, jetzt will ich unbedingt nur ein Porno sehen. Ich will mal wissen, warum das so passiert. Ich will mal wissen, warum diese Frau das da reinschieben muss. Ich will die Geschichte von dem Ding hören. Ja, das habe ich auch schon gehabt, aber wie gesagt, Rape with Rape ist eigentlich noch ganz okay. Gibt Schlimmere, gibt wesentlich Schlimmere. Ja, wenn man um Schlimmer, wie schlimmer? Bondage Game. Das ist ja. Schon krass genug. Also, das ist ekelhaft. Das ist nochmal ekelhaft. Also, da kann ich echt nur sagen, also wenn da jemand sagt, das ist ekelhaft, sage ich, ja, das ist ekelhaft. Der ist noch ekelhaft. Ja, ist ranzig. Er ist weil brutal, weil eklig, weil Gewaltfantasie und weil strange. Wiederum witzigerweise einer von etwas besser animierten an einigen Stellen zumindest. Aber eben auch wieder. Ich finde es krass, welche Menschen erniedrigenden Experimente gemacht werden und wie einfach ein Menschenleben dort verschwendet wird, bloß um irgendwelchen notgeilen alten Säcken Lust zu bereiten. Das ist echt sehr, sehr krass. Also, ja. Friendship, don't do it at home, kids. Oh, nee. Don't do it anyway. Ja. Mach's niemals. Oh ja. Mach's nicht zu Hause, mach's nicht mit Klaus, mach's nicht alleine, mach's nicht zu zweit. Lass es sein, oh holde Maid. Wow, das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Ha. Also die Scheiße ist wirklich, es ist kranke Scheiße. Aber ja, gut. Ja. Gehen wir zu anderen kranken Scheiße. Nein, ich steigere jetzt das Niveau. Oh. Im Weiten. Wet Summer Days, wo ich echt... Oh, okay, ja, okay. Den habe ich mir echt angeguckt, eher wegen der Story, als wegen dem, was da abgeht. Weil Wet Summer Days hat wirklich... Sorry. Ohne Scheiß, weil so, du hast da zwar Sex dabei, aber das erinnert mich an The Gin später. Wet Summer Days, erste Folge schon mit der Tochter, wo der Vater die Mutter getötet hat, angeblich, was aber auch nicht ganz so ist, wo der Vater später auch noch stirbt. Und dann sein Schüler, der ist, der über die heute Tochter drüber rutschen darf. Aber diese ganze Hintergrundgeschichte alleine, was mit der Mutter wirklich passiert ist und was es mit dem Vater auf sich hat und wie er teilweise auch so eiskalt reagiert und warum und wieso und weshalb, das ist eigentlich schon richtig kranker, interessanter Shit. Und dann natürlich auch das kleine Mädchen, was sich dadurch die drei Folgen zieht.
Gut, da könnte jetzt wieder einer sagen, oh mein Gott, ein kleines Mädchen wird gepoppt. Ja, gut. Die aber gar kein kleines Mädchen ist, aber beziehungsweise, sagen wir so, manche sehen aus wie kleine Mädchen und sind 1000 Jahre alt. Das ist Bullshit einfach. Zurück zum Punkt. Die zweite Folge kommt dann mit diesem Zwillingspaar und dem Jugendfreund, der dann zurückkommt vor der Uni, um nochmal Urlaub zu nehmen, bevor er dann auf die Uni geht in Tokio. War ja klar, Streber. So, und der erfährt dann, ja, wo ist denn die zweite von euch beiden? Und dann so, ja, sie ist tot, beziehungsweise im Koma. Und ja, die eine dann so, ja, ich habe ihn auch geliebt, bla, deshalb ist die eine auch bloß im Koma. Und ja, die opfert sich dann später auch, aber zuvor will sie eben noch ihr erstes Mal mit dem, in den sie sich eigentlich verknallt hatte. Und da spielt wieder die andere, die Shitatsu, eine Rolle. Sprich, sagen wir so, diese Wet Summer Days sind die Sommertage eigentlich. Und es gibt Shitatsu und dann diese kleine, ich komme bloß gerade nicht auf den Namen. Und die beiden haben eben beide eine Funktion. Diese Shitatsu ist erwachsen groß, bebrillt, bla, normales Mädel halt. Und die versucht so ein bisschen durch die Story zu führen und auch zu erklären, wenn was Übernatürliches passiert, weil sie halt sie ist so der Sommer, den man bereut hat. So à la I know what you're doing last summer, bloß halt im wesentlich positiveren Sinne, weil da eben keine Bedrohung oder was ist, sondern wirklich sie versucht auch durch Vermittlung mit der Geisterwelt oder was auch immer versucht die Fehler anderer, beziehungsweise versucht den Leuten ihre Wünsche zu erfüllen. Und das finde ich dann schon sehr toll, weil es hat dann wirklich auch einen gewissen Tiefgang. Und damit meine ich nicht den Tiefgang von das eine in das andere, sondern wirklich storymäßig. Und das ist dann schon schön. Und der dritte Teil, naja, gut, da geht es dann um den eigentlichen Hauptcharakter, der dann da auftaucht und dann halt mit dem kleinen Mädchen zwar, geht aber von ihr aus, weil sie ist ja eigentlich, sie ist verantwortlich dafür, dass seine Eltern starben. Das kleine Mädchen ist irgendwie Shinigami-Kraft, bla, leck mich. Also wieder mal irgendwas. Ja, ich gebe so aller Gott, ja, ich gebe dir eine Kraft und dafür bist du verflucht bis ans Ende deines Lebens. Fuck you. Wo ich mir dann auch denke, super. So, und Ende vom Lied ist dann, die Kleine hat eben keine Lust mehr, Seelen zu sammeln und ist dann bereit, sich selbst zu opfern, um die Cousine von dem Hauptcharakter und ihn selbst am Leben zu lassen und ist bereit, ihr eigenes Leben zu geben dafür. Und irgendwie kommt dann die Shitatsu dazu und erzählt dann, was sie überhaupt darstellt und wer sie ist. Und am Ende läuft es dann irgendwie so, dass alle gerettet sind, weil er irgendwie einen Teil seines Lebens weggibt oder sein Leben versucht aufzuopfern und dann eben diese typische Märtyrergeschichte. Aber es ist eigentlich ganz niedlich und putzig. Dazu ist es auch putzig, wie die da sich verhalten. Das Verhalten von den Mädchen, ganz besonders, wenn sie jemandem Todgeweihtes begegnet. Dass sie es eigentlich mit Reue macht und eigentlich ein schlechtes Gewissen dauerhaft hat. Und das merkt man auch. Und das ist dann schon sehr interessant. Geht so ein bisschen in Richtung Akiba Kekanojo, bloß wesentlich, wesentlich mehr Tiefgang und nicht so flach, verdammt flach. Der Akiba Kekanojo hat einen guten Story-Anfang gehabt, aber wurde flach, richtig flach. Spätestens als er in den Studienclub eintreten wollte, eintrat. Weil da hieß es ja dann nur noch, yay, ich fick eine nach der anderen. Und hoffe, dass die Mädels mich mögen. So Strom etwa. Okay. So Otaku für fucks all. Aber das ist eben was anderes als jetzt Summer Days, weil Summer Days, muss ich sagen, ist wirklich empfehlenswert. Dazu gut gezeichnet. Den Stil finde ich gut. Ich finde es auch nicht wischiwaschi. Es hat was. Dazu die kleine Ova, die es dazu gibt, ist auch noch ganz interessant. Ist ganz lustig, weil man merkt, die Mädels, die haben die ganze Zeit auf ihre Kerle da gewartet und bla. Und machen dann selbst mit sich gegenseitig rum, weil sie dann ihren Fieberwahn haben, bla. Und das ist dann schon ganz lustig. Das ist außerdem der Geburtstag von der Kleinen, wo dann auch ihre zwei Shikigamis, würde ich sagen, also ihre zwei Diener da sind und ihr dann da so ein bisschen unter die Arme greifen, dass sie Wasser fallen kann, dass sie ein bisschen Vergnügen hat, bevor eben dann der harte Sommer kommt, sozusagen. Aha.
Ja, einige, es ist das Interessante, die meisten übersehen, dass einige von diesen, vor allem nicht unbedingt die Älteren, aber auch heute noch ein paar neuere Sachen, ein paar ganz interessante Story online haben, witzigerweise. Wo sagen wir, du, das würde ich mir in einem normalen Durchschnitts ohne Pornografie-Anime auch anschauen, weil das war auch interessant anzuschauen. Also war auch da interessant, ob es ein interessantes Drama oder ein interessantes Comedy-Gedöns ob uns da dabei muss, sagen wir, ja, könnte man eine ordentliche Story daraus machen eigentlich. Aber eben, dafür sind die meisten eben ziemlich kurz, dass sie in einer so kurzen Storyline mit, oder vielleicht pro Episode vielleicht 50, 5 Minuten Story, der Rest ist rumgenagelt. So ungefähr, ja. Ja, dass das irgendwie zu einer Story, aber trotzdem schaffen sie es in einiger Stunde zumindest einmal an Story-Arc zu erzählen, so dünn und so andimensional halt meistens eben ist, weil, wie gesagt, es ist kaum Platz dafür da. Bei Summer Days, sie sagen, da ist es andersrum. Da hast du 20 Minuten Story und 5 Minuten rumgepoppt. Und ja. Das ist, glaube ich, interessant. Das ist glaube ich, gerade das, was ihn für mich so ein bisschen besonders macht. Weil guck mal, manche Animes à la Yosoga no Sora oder Aki Sora sind mehr rumgepoppt als bei Wet Summer Days. Mhm. Auch Anime eher einsortieren als Hentai, aber er erzählt eben als Hentai. Und da Mal an, du bist dran. Was, ich? Ja. Nee, nach Neo bist doch du. Also okay. Er hat aber schon vor dir. Er hat, ich habe schon vor dir, haha. Wir haben mal gewechselt, wir haben mal die Richtung gewechselt, Madame. Okay, ja. Eine Richtungswechsel. Haha. Switchen. Ja, mal kurz die Kehle befeuchten. ich hätte als nächstes Rengetsu Hoshiki. Geht um eine Geschwisterliebe. Und zwar, jetzt ist die Frage, kennt ihr den überhaupt? Muss man den Titel nochmal schnell. Warte. Ich kann ihn nicht immer merken, ich muss ihn kurz ablesen. Renketsu Hoshiki. Oder Renketsu Hoshiki. Ich kenne anderes Renketsu, aber nicht dieses. Es gibt zu viel, es gibt aber auch zu viele von diesen Renketsu-Scheiß. Ja, Renketsu-Shiki. Warte mal, ihr habt ja alle extra meine Listen drin. Moment mal. Nee, sagt mir jetzt einmal auf die Schnelle nichts. Auf jeden Fall geht es darum. Ist aber nicht aber so alt, ist 2008. Ja, ist noch gar nicht so alt. Geht halt um eine Geschwisterliebe. Es fängt halt damit an, dass der Vater von den beiden halt Krebs kriegt, die Diagnose Krebs kriegt und sagt, hier, Sohnemann, ich möchte, dass du heiratest und die Familie aufrecht erhältst. Ah, ich weiß, was es ist. Oh, du der Schritt. Ja, ich dachte. Da gibt es aber drei Folgen. Der erste handelt von Inzest. Ja, ja, ich spreche vom ersten gerade. Und da war ich sehr, also das war ein sehr stranges Feeling, das zu gucken, wie die beiden da echt hängen und so, oh, ich liebe dich, papa, papa, papa. Und er soll halt heiraten, aber sie will das nicht und fängt dann halt an zu sagen, okay, gut, ich nagel dann jetzt mal meinen Bruder richtig. Das wollte sie aber schon die ganze Zeit, sie hat dann bloß die Hoffnung damit verhindert. Es ist eine traditionelle Sake-Brauerei, was erwartest du? Da versucht man natürlich den Sohn so gut wie möglich verkaufen, um noch Mitgift mitzukriegen. Aber so krass war es jetzt auch nicht. Es war jetzt auch nicht irgendwie hardcore. Es ist aber strange halt. Gibt's aber viel zu oft, selbst in der Realität, gibt's auch hier in Deutschland öfters. Bloß hier in Deutschland sind die nicht so hübsch wie dort in Japan. Dazu Inzest, außerdem in Österreich ist Inzest ja auch teilweise Tradition, siehe Hitler. Ja. Gut, komm, wir könnten jetzt auch das englische Königshaus anbringen, aber das geht zu weit, das geht über hunderte Jahre. Das ist echt zu weit. Ja. Diese Queen rasiere ich nicht, danke sehr. Der Bus weg! Ach scheiße, ist er ja. Ich war schon lange vor 8 Jahren. Nein, doch vor 8 Jahren. Das ist eigentlich 6 Jahre, aber ist wurscht. Der zweite Bus. Trotzdem, die müssten komplett von der Erde verschwinden, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Nee, das Ding da
halt spezifisch die erste Folge, die hat mich doch ein bisschen verstört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte so, okay, damit habe ich jetzt mal so gar nicht gerechnet, weil ich hatte mir vorher auch nicht die Beschreibung durchgelesen oder so, sondern hatte das zugeschickt bekommen. Guck, okay, what the fuck? Hilfe, was ist das? Aber man konnte nicht aufhören zu gucken. Aber da fand ich die dritte Folge wesentlich verstörender mit diesen kleinen Bishonen, der aussieht wie ein halbes Weib und dann sich durch die halbe Schule poppt und die Lehrerin sogar einsperrt und die eine erstmal als Sau bezeichnet, weil die Angst vor Kerlen hat, eben so leicht, nicht homophob, sondern, egal. Egal. eine leichte Männerphobie. Und weil der Kerl irgendwie ein Mädchen aussieht, sagt sie, dass sie erleichtert ist und er, ja, nimmt das arme Mädel durch auf alle Künste inklusive Reagenzglas, was dann auch noch splittert, wo ich mir denke, aua. Und, Gnade. Ja, aber es blutet nicht oder so. Das heißt, es spallert bloß, aber man sieht nichts. Es geht auch nicht richtig kaputt. Keine Ahnung. Und dann eben, das Dumme ist bloß das Ende vom Lied. Und zwar, da habe ich mir einen abgeröffelt. Was? Das Ende vom Lied des Typen. Der hat sich durch die halbe Schule gepoppt. Schön und gut. Und dann kommt der beliebteste Junge der Schule an, oder der andere beliebte Junge der Schule, und will ihn poppen. Naja, er hatte ja schon alle Mädchen, also. Mach's wie Chuck Norris. Ja, das Dumme ist bloß, der Typ haut natürlich, der andere haut den natürlich ab und dann siehst du schön im Ending, wie er schön flüchtet mit runtergelassener Hose, wie der andere ihm mit runtergelassener Hose entgegenlatscht, während er dann mit Unterhose nur in Unterhose flüchtet. Das ist so heavy. Naja. Ich lache mir, da lacht man sich dann nur noch ein Tor ab und das ist dann eigentlich das Gute. Die zweite Folge fand ich aber auch verstörend. Das Mädel, was keine Freunde hatte, weil sie Oberstreberin war und dann sich irgendwelche Bondage-Klamotten anzog, sich festkettete an irgendeiner Baustelle und wartete, dass die Kerle sie durchpoppen, wo ich auch dachte, yay. Das ist voll creepy. Das ist richtig. Also das war dann so, das Niveau sinkt. Und dann steigt es wieder. Naja, sagen wir, wenn wir viel von Niveau reden, okay, naja. Oh Mann, ey. Ja, ich kenne, aber ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber sagen wir es mal so, dass mit den sich an der Baustelle festketten und so weiter, das gibt's in der Realität auch. Ja. Das ist nicht unbedingt so in der Fiktion, also das kenne ich aus dem realen Leben. Das gab's ja auch schon real diversere Male. Das ist so vieles gut. Wortwörtlich. Und ich rede hier nicht von so Sachen wie Women at Work. Nein, Wir reden da echt von Sachen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Yeah. Komm, das ist genauso wie mit den verdammten Zügen, wo teilweise die Frauen eigene Frauenabteile haben und dann aber extra ins Männerabteil steigen in Japan. Und das ist wirklich so Fakt. Das ist nicht nur Fiktion aller hier Hentai, sondern das ist Fakt, dass die teilweise, oder dieses ganze Krabscher-Zeug, dass auch die Frauen teilweise krabschen und so eine Scheiße, das hast du nun mal in Japan einfach, weil die Leute sind da so verkrampft, dass die das bloß auf so, ja, ich mach's mit einem anonymen Bla und ohne dass man mich erwischt am besten, damit ich meinen Spaß habe und die andere auch, die will's ja auch noch meistens und trotzdem, man darf es nicht zugeben, sobald du es eingestellst, bist du pervers. Solange du irgendwo im Zug genötigt wurdest, weil du ja aus Versehen in das Männerabteil gestiegen bist, ist es okay. Oder ins Frauenabteil, ist es okay. Und ins Frauenabteil, wow, da willst du manchmal nicht rein. Jo. Aha. Da ist deine Hose schneller offen, als du gucken kannst. Aha. Okay. Und du jetzt muss ich mal kurz was dazwischen schmeißen. Und zwar ein Gruß von Naoki-chan an die YouTube-Welt. Er hat wieder Internet. Ah. Mhm. Sehr schön. Ich glaube, der wird sowieso der Diskussion nicht mehr folgen können. Nee, er hört sich eher auf die Links arbeiten, die ich wahrscheinlich unten verlinken werde. Naja, auf jeden Fall. Okay, soll ich weitermachen da? Haben wir es schon fertig? Ja, du bist dran. Okay, na, dann gehen wir also etwas in die, nehmen wir erstmal sogar die Need for Speed Versionen, weil unter der Kategorie läuft ja einiges und ich bin mir nicht sicher, ob es ein enges Genre ist oder
Es gibt ja diese nette kleine Darkness-Reihe aus den 80ern und 90ern, die so ähnlich bekannt geworden ist wie die Cool Device Anthology, also diese nicht zusammenhängenden Storylines, falls die jemand noch kennt. Vielleicht von euch nicht, aber vielleicht jemand, der uns zuhört, wenn er uns noch zuhört nach einer Stunde, keine Ahnung. Und da gibt es ja auch noch die Dark Ninja Assault und was ich jetzt hier habe, zum Beispiel Dark Love oder aka Kuroai. Oh nein, bleib mir fern Oh. damit. Der geht schon stark in die Richtung Bondage Game. Ja, fast, Aber fast. ganz stark. Ja, obwohl es eigentlich am Anfang wirklich lustig anfängt, weil ja mehr oder weniger die Mädels an Typen, der in einem Herrenhaus anfängt zu arbeiten, sie ihn nötigen, bis er dann den Spieß umdreht, wortwörtlich. Ja. Und er dann anfängt, alle Frauen zu nötigen. Und dann und in der zweiten Episode geht es dann sowieso rund, während seine Gothic-Lolita-Schwester, der Quoten-Lolli par excellence, auftaucht und ihn dann mit magischen Tränken dann in so ein Tentakelmonster verwandelt, mehr oder weniger. Und dann selber mit reingezogen wird, wortwörtlich. Wuh! Also das ist ja, such nicht nach einem Plot. Es geht einfach nur um Menschenhandel und wirklich aufs Derbste. Und es hat anfangs auch in diesem typischen Artstyle, dass man sagen kann, um Animation zu sparen, wiederholen sie einfach dieselben Cells, ja wieder, was ja klassisch ist für die Animation in Japan. Oder allgemein für die Animation. Aber hier machen sie es auf einem ganz anderen Ort, sondern machen sie es in Highspeed. Also wirklich Oh extrem ja. schnell. Puh! Und dann war so, okay. Dampfhammer ist ja schön und gut, aber hier wirkt es ein bisschen sehr strange. Okay? Und eigentlich wollte ich vorher mit einem anderen Anime anfangen, aber ich weiß nicht, ob der überhaupt jemandem noch was sagt, weil der ist irgendwie gekommen und gegangen und ich habe keine Ahnung wieso und das wäre Ayata Yu Sagt mir so Yu. War, gar nichts. ja, ich weiß, der sagt niemand, aber es hat zwar serienumfassende Storyline, wo ein Mädchen dabei auch ums Leben kommt, während sie ihren geliebten Schulkollegen vor einem Auto oder von einem LKW rettet und sie dann als Geist durch die Oder? Schule Den kenne ich. wimmelt und dann von einem Toilettendämon aufgegabelt wird. Toilette. Ja, der Toilettengeist ist ein Klassiker in Japan, um Himmels Willen, hä? Na, ganz Toilettengeist ist es nicht. Es ist eine Hiyori Blatt. Hiyori heißt sie, glaube ich. Und die Ja. Alte hat eben die Regentschaft über die Schule. Und dann kommt später noch einer. Und Tentakel und Penistausch und schlägt mich. Ja, aber ich finde, das ist Also, Alana Soundtrack. Ey, wenn das jemand sucht, sucht euch den Soundtrack. Den gibt es auch auf YouTube. Der ist super. Es ist ein Upbeat, extrem Spaß, Intro-Sound. Einfach nur so: Shake, shake your body. Das ist original. Der ist aber super. Aber du ich bitte. muss sagen, Argument You fand ich eigentlich richtig geil, weil der ist eigentlich total zum Abfeiern. Ja, aber so strange, vor allem, weil, warte mal, sie hat gerade die gesamte Schulklasse umgebracht. Ja, Ja! warum kann ich das jetzt sehen? Weil ich gerade die ganze Schulklasse umgebracht Habe, yeah. Nein! Oder habe. wo sie dann quasi diesen Nein! Cut haben zwischen der ersten Episode und der zweiten Episode, wo sie mehr oder weniger so ihre Klassenlehrerin, die anscheinend Geister sehen kann, wenn man sagt, das war halt irgendwie so quasi die Nachfolgestoryline zu Rikan. Ja, Moment, es kommt ja noch Ja. besser. Es kommt ja dann noch, nicht nur, dass sie alle gekillt hat, sondern später sieht man ja sie dann auf dem Klo rauchen und sieht, dass sie eine Perücke hat. Sie hat in Wirklichkeit blonde statt schwarze Haare. Na, umgekehrt, sie hat schwarze und blonde Haare. Ja, stimmt. Und man feiert sich eigentlich nur noch einen ab und dann später, wo dann noch die zweite dazukommt, die ja den Freund gefressen hat, der dann später der ausgespuckt wird und dann aber von einem 100-Tonnen-Gewicht zerquetscht wird. Der Penis reicht, er ist nicht mehr zu gebrauchen. Und na, er ist ja eine Zeit lang ein laufender Penis. Ja, ich hätte so die Frage, weil er so verzweifelt ist, weil er keinen Penis mehr hat, weil ihn seine Freundin in Penis geklaut hat, weil sie lieber mit ihrer Toilettengottheit herumnagelt. Lacht er mal, der so irgendwie so ein Penis, er ist ein Penis, da taucht eben diese bösartige Blondine auf, die ihn in einen wandelnden Penis verwandelt. Und später wird er zerquetscht. Ja. Ein deutliches Ende für ein Penis.
Es ist einfach, es ist strange, es ist schräg und es ist einfach nur zum Lachen, obwohl so viel eigentlich brutale Sachen passieren. Das ist so verdammt bescheuert, dass du nur noch drüber dich absolut abfeiern kannst über das Ganze, weil nur noch lächerlich, einfach nur noch strange und bah. Ehrlich, ehrlich, wow. Oh, ja, da hast du einiges. Da hast du einiges, ja. Ja, und es kommen ja Gott sei Dank immer noch neue Sachen raus. Das ist ja Gott sei Dank nicht so extrem. Okay, haben wir noch an oder hören wir auf? Beenden wir diese Runde oder haben wir noch genug zu quatschen? Also, ich hab genug zu quatschen hätte man immer noch. Ja, natürlich. Aber ich glaube eher, dass die Herrschaft jetzt wahrscheinlich eher noch die Titel suchen werden, wenn man jetzt redet und die noch erkennt wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zum ich gehe mal kurz von Hentai weg zu, beziehungsweise vom animierten Hentai zum Doujin. Okay, ja genau, ja. Doujinshi, erklären wir glaube ich mal für die Anfänger, Hust. Sind meistens Fanworks, können aber auch Originalworks sein, meistens mit sexuellem Hintergrund, manchmal aber auch nicht. Manchmal auch beides, ernst plus sexuell. Und da habe ich jetzt eigentlich einen Titel, der mir richtig gut gefällt, der auch richtig berühmt ist, den sogar die Synchronsprecherin von Asuka liebt. Und zwar, ich gehe einfach viel in Evangelion, weil ich bin irgendwie, seitdem ich Evangelion wirklich mehrfach gesehen habe und verstanden habe, was da gesagt wurde und getan wurde, bin ich irgendwie auf den Trip hängen geblieben. Und das ist wie eine Droge, von der ich nicht mehr runterkomme. Und zwar We Take. Vom Studio Kagabuchi. Der Soundtrack dazu ist absolut zu empfehlen. Ja, ich weiß, so ein Doujin, ein Soundtrack. Das ist krank, das ist verrückt, aber es ist geil. Und We Take selbst ist einfach, was wäre, wenn Shinji nochmal das, was er im Rebuild of Evangelion kriegt, auch, das Lustige ist, We Take kam vor Rebuild of Evangelion raus. Das heißt, es wird ja auch gemunkelt, dass Anno diesmal sich ein paar Vorstellungen bzw. Beispiele oder Story-Sachen aus den Doujins geklaut hat. Mhm. Aber es sei ihm verziehen, es ist immerhin sein Originalwerk gewesen. Zumindest Shinji kriegt eine zweite Chance, hat aber ein listiges Anhängsel. Nennt sich Asuka, die aber nicht die junge, frische, sondern die zerfledderte nach dem Third Impact. Weil sie wurde als Geist mit ihm weggeschickt. Oder als was auch immer. Zweite Persönlichkeit oder egal. Zumindest irgendwas nicht komplett menschliches. Und ja, dann wird's interessant. Er merkt halt, was er für Asuka übrig hat, kommt mit ihr zusammen, schwängert sie sogar. Aber das Lustige ist, es ist viel ernste Story dabei, weil er ja versucht, die Zukunft zu verändern. Und das wird dann mit der Zeit immer etwas schwerer. Weil, ja, irgendwann kommt ja trotzdem dieser scheiß Psychedelik-Engel und alles. Es kommt ja trotzdem so dazu, Rei bringt sich um, weil Rei ja auch in Shinji verliebt ist irgendwie und das dann kapiert und sich sogar Psychonummer abzieht, aller, ja, ich kipp mir rote Farbe über die Haare und sage, ich lasse mir wachsen und lerne, wie sie zu sein, also einen auf Mimikry zu machen, weil Rei einfach das Püppchen noch ist und noch nicht damit umgehen kann. Und ja, dann haben wir den ganzen Salat. Das Beste ist, als er dann nach Rei schauen sollte, findet er sie erhangen wieder. Das ist natürlich auch richtig makaber. Also es geht in die ernste Richtung und man hat wenig Seiten rumgepoppt. Man hat eher wirklich viel, viel Story. Und am Ende auch die Story, dass Asuka ihr Gedächtnis verliert und er und bla, weil sie ihre nicht ungeborene Tochter aus der Zukunft, die aber Gotteskräfte hat, weil Shinji und Asuka sind ja sowieso Mutanten hoch 10. Wenn wir es mal so nehmen und ja, am Ende ist es dann so, die beiden kriegen sich, aber der Weg dorthin ist absolut interessant und richtig gut gemacht. Dazu Misato kriegt auch noch ihre, weil ja Kaji und sie wollen ja auch glücklich werden. Was macht Misato? Fährt ins Einsatzgebiet von Kaji mit einem Panzer und holt ihn da raus. Nachdem das Third Impact verhindert wurde, sind die ja immer noch Armeeangehörige und Kaji darf erstmal ab in Kumbuktu, leck mich am Arsch der Welt, wo es knallt und stinkt und Misato kommt da mit einem fetten Panzer und holt ihn raus.
Ich habe mich nur noch weggefeiert. Das ist herrlich. Und, wieder so dieses gewisse Augenzwinkern. Ja, so als wenn Bushinji gesagt hat, ich vergebe dir, bla, du darfst, nachdem Misato das ihm gesagt hatte. Und später ist dann trotzdem dieses Reverse, bla, weil er dann trotzdem trotz Beklopptheit noch kämpft und Herzstillstand und leck mich. Er ist bereit, sich zu opfern. Und diese Asuka wird auch von Zeit zu Zeit wesentlich sympathischer zu ihm, beziehungsweise ist immer stinksauer, aber am Ende will sie sogar mit ihm sterben, weil er dann gesagt hat, selbst wenn keiner mehr für mich da ist, du schaust mir zu, schau mir bitte bis zum Ende zu. Und damit hat er dann auch die, ja, böse, pseudokranke Asuka, die er aus der Zukunft mitgebracht hat, die das Mädel, was er einfach enttäuscht hat und die kaputt ist, rumgekriegt sozusagen. Und durch die durch die Tochter, die dann auch noch auftaucht, ja, wird es dann endgültig Mindfuck, Crash, Blub. Und dann am Ende läuft es halt so, dass Asuka zurück nach Deutschland muss, obwohl sie es nicht wollte. Und Shinji sich einen Buchhalterjob geben lässt, was eigentlich faszinierend ist, dass er als Buchhalter arbeitet und nicht als irgendwas anderes, zum Beispiel als Koch. Und dann, nachdem er genug Gehalt hatte, ist er rübergeflogen nach Deutschland, hat Asuka gesucht und ihr dann halt einen Verlobungsring angedreht und dann später auch die Hochzeitseinladung und das. Aber es gab ja schon mal Hochzeitseinladung, obwohl sie nicht heiraten durften. Und das Gendo sich opfert und. Also ich empfehle einfach lesen, dazu sich den Soundtrack reinpfeifen und genießen. Es ist einfach pures Entertainment und geht über 6 Bände. Ja. Also absolute Empfehlung von mir, 5 von 5 Sternen. Okay. Ah, du hast aber selten leider in den Doujins so eine Tiefe und so einen kranken Shit, der dann selbst an die Publisher geschickt wird und dort selbst auf Anklang trifft. Also ganz, ganz selten. Meistens ist es flach, aber das ist, glaube ich, auch das große Problem bei den Doujins, dass die Kunst dabei sehr ins Hinterrücks gelangt. Und wenn dann einer was künstlerisch Wertvolles macht, ist das gleich Experimentalkunst und bla und plastisch. Also, da ist das große Problem, was man, glaube ich, auch in der ganzen Hentai-Riege hat. Dass einfach alles, was Tiefgang hat, ist ja schon wieder Außenseiter-Sachen und kannst verkaufen. Wie kannst du es wagen? Ja, zum Beispiel eben wie so, außer zum Beispiel wie so Leute wie Satoshi Urushiha. Urushihara, Entschuldigung. Der Name ist mir schon mal untergekommen. Aber ja, so Sachen wie zum Beispiel Plastic Little, Crystallize. Nix. Klingelt bei mir überhaupt okay, nicht. Okay, im Hinterbereich würde ich immer sagen, die bekannteren Sachen wären so Sachen wie zum Beispiel Another Lady Innocent. Oh ja. Weil er ist mehr für seine Artworks als für seine ganzen Storylines bekannt worden, eigentlich, kannst du sagen. Und die Mangas sind bei uns auch rausgekommen, ein Großteil, aber das ist eher mehr so, yeah, es hat zeichentlich ist eigentlich so gut angekommen, aber storymäßig ist noch nie wirklich irgendwas gewesen, wo es die Leute sagen, okay, sie schauen wegen der Story, sie schauen einfach nur, weil die Zeichnungen sie so beeindrucken. Und bei so Sachen wie eben zum Beispiel in Lady Innocence zum Beispiel war es eben so, wo er wirklich alles gemacht, von Originalwerk zu Direktor, Scriptwriter, Storyboard, Character Design, Animationsdirektor, hat er alles gemacht. Ja, und das ist einer von den bekannteren Sachen, weil das ist einer von diesen High-Class-Dinger, wo du sagen musst, so viel Animation siehst du heutzutage nicht einmal mehr. In einer ganzen Serie, wo du in einer einzigen Episode siehst. Und das ist ja 2005er Produktion sogar, ist eigentlich ziemlich spät im Jahr. Krass, ey. Ja. Haben wir noch irgendwas, oder beenden wir es jetzt dann hier bei... Sporadisch würde mir nur noch ein Titel einfallen. Ja, spielt das ja. Angeschnitten. Und so Elfie Menina. Oh, okay. Das ist aber was Älteres, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das geht ja auch in die ziemlich alte Richtung. Und das... Oh, okay. Ja, wenn er auf Hochelfen naja. Steht, warum nicht? Die Ohren, Baby, die Ohren. Ja, die Ohren. Mann hat die Ohren. Jo. Doppelter Hinsicht. Yeah, schlapp. Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, das Elfie Melina ist von der Storyline her echt flach, finde ich. Aber die Charaktere nicht.
Nee, die Charaktere nicht. Das, oh Gott, ey. Nee, beim bloßen Ansehen, kriege ich solche höllischen Rückenschmerzen. Ey, oh Gott. Hupen. Naja, oh, also das geht halt auch mit den Tentakel Richtung etc. Und ja. Auch schon irgendwie creepy, finde ich. Also, ja, wenn du eine Figur hast, die mehr oder weniger zu 80% aus Titten besteht, naja. Ja. Woo! Das ist schon creepy. Aber richtig creepy. Ja, aber solange es noch nur zwei sind, ist es ja noch normal. Das geht ja noch. Sobald es mehr werden als zwei, so aller sechs, aller Bondage Game, dann wird es schon brutal. Ja, oder drei Schwänze und solche Scheiße. So in der Richtung wie Marke, was nicht, so wie bei Angel Blade zum Beispiel. Das ist uncosplaybar, falls du in irgendwelchen Clubs. Das ist echt uncosplaybar. Das ist uncosplaybar. Das ist also in Clubs vielleicht, ja, aber so nicht. Angel Beat ist auch so, nein, Angel Blade schon. Ja. Ist auch vom Zeichenstil her ganz verstörend. Ja. Weil der geht sehr ins Europäische und. Nein, nicht meins. Absolut. Wenn jetzt nicht. Ins Europäische? So. Auch in die creepy Richtung für mich. Also ich packe das schon immer so mehr oder weniger in Kategorien. Aha. An sich nicht. Geile Storyline. Total creepy. Sehr verstörend. Meinst du statt Angel Blade eventuell Angel Core? Angel Core? Achso, ja, du siehst mein Angel Core, ja. Angel Blade geht nämlich ins Westliche. Das ist so mit Engeln, die rumvögeln, bla, was mit aber. Mit Dämonen und. Dazu gibt es dann auch noch so komische Vorläufer zu dem Bereich, zum Beispiel war das noch so mit Venus 5 zum Beispiel. Von der gleichen Woche wie Urosomaki. Mhm. Das ist so quasi ein wortwörtliches Sailor Moon verarsche. Mhm. Mit einer perversen Katze. Aber Angel Core, muss ich sagen, ist ja. Krasse Story, Nazis, bla. Ja, und Panzer, die mit kleinen Kindern betrieben werden. Nein, mit den Kernen aus den kleinen Kindern. Okay, ja. Zuerst gewaped werden oder gevögelt werden bis zum Abwinken. Und was nicht alles. Also, sag mal so, es ist einfach das, was. Sehr strange. Ja, aber auch das, was man einfach erwartet. Teilweise ging es ja früher auch strange ab, bloß halt nicht so. So strange. In andere Richtung. Aus dem waren es meistens früher kleine Jungen. Sind wir doch mal ehrlich. Vatikan-Hust. Naja. Nein, ich rede von den Nazis, nicht von den Vatikanen. Ja. Auch bei den Nazis waren es kleine Jungen. Zu Genüge. Naja. Die halbe Führung sah doch schon aus wie welche. Oder haben es zumindest versucht mit ihrem Geschminke und ihrem Brüderchen und alles. Bah. Egal. Ja. Yeah. Reiche mir das Make-up. Mhm. Mache einen kalten Entzug und schon siehst du wieder aus wie ein Kerl. Ja. Na, aber ist ja dann auch also, gekommen, einigen. Okay, bevor wir jetzt total uns nur noch in wahlloses Gerente über viel zu politische Sachen und viel zu grenzwertig für die heutige Zeit wahrscheinlich, das ist nur was für die ältere Generation, die neue, wenn das alles wahrscheinlich so grundsätzlich missverstehen, klammern wir es einfach so mal ab. Das ist alles Material, das gesehen werden kann, nicht gesehen werden muss, aber für besseres Verständnis der ganzen Szene jedenfalls auf jeden Fall nicht so getan werden sollte, als wäre es, nee, das gibt's nicht bei uns, doch, das gibt's nur bei euch. Okay? Hentai gehört dazu. Das sind sie quasi, nee, wir hören mal bei One Piece auf. Nee, da geht's noch viel weiter ins Dunkle, okay? Also, nein. Teilweise sind ja manche Animes schon dunkel genug. Komm, ich bitte dich, alleine Helsing die OVA mit Seras Mutter und Seras und bla. Mhm. Wenn man da die, ich wundere mich sowieso, dass jetzt einer der bekloppten Publisher, beziehungsweise dass einer der Publisher so bekloppt ist, das Ding rausbringen zu wollen, weil. Es war ja schon heraus ein Großteils. Wird eben vom Salon abgebrochen. Nein, die vier war bloß raus. Ja. Die Szene gibt. Ja, ich weiß. Ich bin gespannt, ob sie wirklich die acht veröffentlichen oder ob sie die schneiden müssen. Weil
P8 ist echt harter Bullshit. Ja. Mit der Rassenvergangenheit. Ja. Oder 7. 8. 8 oder 7? Ich glaube, ich war 8. Ja, 8. Glaube ich aber auch. Sarahs Vergangenheit ist einfach zu krass und deshalb dunkle Geschichte und bla, die sollen sich einfach mal locker machen und den Stock aus dem Arsch ziehen. Weil ja, weil immer so groß, na, weil immer so groß, einige bekanntere Leute in der Szene immer so groß die Klappe aufreißen, zumindest die Leute am meisten beauftragen. Nee, Hentai, das müssen wir uns nicht beschäftigen, das ist gut. Nein, das gehört dazu. Die Sachen, die ihr jetzt macht, zum Beispiel, was jetzt dann bei uns ein paar Mal rauskommt, oh, Triarch X zum Beispiel, na, das ist ja Action-Anime, ja, mit so viel Fanservice und so viel Ober-Top-Sachen in Bezug auf, ja, da ist Brutalität und ein Haufen Fanservice und wenn man so weiter, wie es dann gegen Ende geht wahrscheinlich, muss sagen muss, nee, das ist schon grenzwertig. Aber natürlich, das ist okay, witzigerweise. Guck mal, die neuen Berserk-Teile, wo die Inne vom Dämon vergewaltigt wird, dem anderen den Arm abgeschlagen. Und? Ja. Was ist dabei? Na, aber okay. Ja, aber es ist immer so doppelmoralmäßig immer. Oh nein, wir sind nicht das. Das machen wir nicht. Sag ich, doch macht's ihr, weil ihr wollt es eigentlich nur nicht dazu äußern, weil ihr Angst habt, dort könnte man euch ja vielleicht irgendwie als wow, nicht ganz koscher oder verdorben darstellen. Sag ich, nein, das ist nur dann verdorben, wenn ihr das Ganze mehr oder weniger in diese Ecke stellst und sagst, nein, das ist das ist ein schlechter Teil. Es gibt keinen guten oder schlechten Teil bei sowas. Es gibt auch nur, wie du das Ganze behandelst, weil deswegen, das ist aber, wo die meisten Leute immer so die Schnauze aufreißen, oh, das ist schlecht, das ist schädigend für die Szene. So, nein, das ist die Szene. Ihr macht daraus nur einen Schonfleck. Das ist das Problem dahinter. Wie heißt das so schön? Was ist der Unterschied zwischen Obst und Frauen? Oh, die Frauen sind erst genießbar, wenn sie verdorben sind. Und von daher... Naja, was ist dann Wein? Eine gereifte Frau. Aber, naja. Ja, sagen wir es einfach so, wie es ist. Wir haben heutzutage einfach viele, viele Sachen, wo alle sich immer aufregen müssen. Und das ist nicht nur Hentai. Das geht schon ganz woanders los. Dazu, wenn ich Tolof Ruh hier im Hintergrund sehe, auf stumm geschalten, teilweise die Sachen, die wir besprochen haben, fette Titten, Titten. Pazuri, Tentakel hast du selbst bei Tolle auf Ruhe. Und da sagt alle, ja, geil, ihr Fotzen. Das ist genauso mit Highschool DxD, da hast du auch Schleim und sonst was dabei, was teilweise den Mädels die Klamotten wegreißt. Oder was hat man noch? Dragon Girls. Ja, das ist auf Japanisch, ich komme gerade nicht drauf. Ikitosen. All so eine Scheiße, da hatten wir schon viel Sachen. Die heißt du auch im Porno, wow. Das meiste Ecchi-Zeug geht auch schon heute in so eine pornöse Ecke, dass es teilweise krasser ist als manche Hentai, die wir früher gesehen haben. Ja, aber also, das ist das Mainstream, das ist das gute Teil daran. Das ist das, was alle anerkennen, weil das ist der bekannte Teil daran. Yusoga Nosora, kleiner Junge, vögelt alles, inklusive seiner Kindheitsfreundin, die er schon als Kind gefügelt hat, plus seiner Schwester. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Genauso wie Bruder vögelt mit Schwester und Schwester. Und die eine rapt ihn sogar, weil sie und will ihn am liebsten das Ding abschneiden und setzt sich am Ende auf das Ding drauf und reitet es. Hat ihm aber das, aber es hängt noch an ihm dran, zum Glück. Und das ist alles Mainstream und Anime und leck mich, yes! Diese ganze Doppelmoral, die sie immer rausreiten, weil sie sich dann besser fühlen wahrscheinlich, oder weil sie sich dann besser vorkommen mit den ganzen Sachen. Ja, das ist so, als wenn du mit dem Hund rausgehst, der Hund macht einen Haufen, du machst ihn weg und die so, aber ja, nichts vergessen, aber selber, wenn sie mit ihren Kötern langklatschen, einfach an der Ecke scheißen lassen. Ja, und was passt auf diese Aussage am besten? Lass die Leute reden. Hör nicht einfach hin. Die meisten Leute haben ja nichts Böses im Sinn. Ja. Bis die Kripo vor der Tür steht, ne? Ja. Das hat man schon. Ah. Einfach ignorieren. Ja, man kann eh nichts machen. Leck
oder winken, lächeln und winken. Du kannst sie nicht alle töten, aber irritieren, dass sie vom Bus laufen. Okay, das ist gut, okay. Lernen, das brauche ich auf ein T-Shirt. Das ist ein wunderbar ein Katzenbild dazu, finde ich. Das kommt so geil. Das ist genauso mit, ich habe jetzt hier auch noch eine kranke Sache, aber die spreche ich lieber nicht mehr an. Es ist auch so ein kleiner Junge, schwulen Porno, bla. Dazu kann man aber noch was sagen. Dieses kleine Jungenscheiß, das Boku no Pico ist einfach bloß das Pendant zu Tokyo Hotel. Wenn man auf diese kleinen Jungs geil wird, weiß man nicht, ob man jetzt schwul oder pädophil ist. Und mehr ist das nicht. Und deshalb haben die alle Angst davor. Was wurde eigentlich aus diesen ganzen Figuren eigentlich? Ich weiß, dass der Leadsänger von Tokyo Hotel irgendwann einmal irgendwo aufgetaucht bei irgendeiner Fernsehshow total zutätowiert wird und komplett und dann war er weg. Ich weiß nur so viel, dass er, dass irgendwie seine Familie, seine Großeltern Amok liefen und bla, mir was? Also, ja. Irgendwie ist der Großvater mal vor langer, langer Zeit ausgerastet. Naja, bei den Enkeln würde ich auch ausrasten, aber das ist eine andere Geschichte. Dazu, der Typ ist eigentlich richtig peinlich. Für mich eine ganz große Schande, weil er kommt aus dem gleichen Bundesland wie ich. Ah. Er ist auch in Sachsen-Anhalt geboren. Er kommt sogar aus der Nähe von dort, wo meine eine Stieffamilie wohnt, und damit ist es für mich eigentlich richtig hacke, weil da unsere Landeshauptstadt, da kommen diese Pfosten her und versuchen sich zu profilieren, genauso wie Cinema Bizarre. Eigentlich diese Nullnummern, die nach einem Jahr Fame wieder in der Versenkung verschwinden. Nee, es war wohl länger wie ein Jahr, aber ich glaube kaum einige von diesen Sachen halt länger als 2 oder 3 Jahre durch. Ja, so wie alles in dieser Hype-Generation, wo du sagst, oh, es ist so geil heute und morgen weiß keiner mehr, wovon du redest, und am besten sprichst du es nie wieder an, weil es ist so peinlich dann. Ja. Bis die nächste Casting-Generation erscheint. Ja, damit müssen wir leben, komm. Ja, und dann wieder eine Bombendrohung bei Deutschland sucht die Super-Trulle. Als ich das mitgekriegt habe, ich habe hier in der Wohnung gelegen, auf dem Boden, und habe mich einfach totgelacht. Ja, ich auch. Wow. Ich habe nur noch gegoogelt. Ich habe das auf Facebook mitbekommen, ich habe es ja nicht geguckt, ich hing da irgendwann halt so abends auf Facebook geguckt, hä, was? Und dann lag ich schon auf dem Boden. Hm. Und mein Männer hing da nur so, was ist denn jetzt mit dir kaputt? Ich ihm das gezeigt, der lag danach neben mir. Das Beste war immer noch, aus Berlin ein Kumpel hat dann geschrieben, ja, Klum verlässt 21 Uhr das Studio. Eineinhalb Stunden später verlassen die Gäste das Studio. Yay! Also, ja, diese ganze Doppelmoral und Deutschland sucht die Supernutte und was auch immer, ist einfach zu viel des Guten. Diese ganze Scheiße kann man doch einfach nur noch gegen die Wand klatschen, bleibt kleben, wie eine Butterbämme. Ja, na, weil Leute geben immer den falschen Figuren in diesem Zirkus immer die Schuld. So wie, oh na, der berühmte YouTuber ist schuld am Schluss da wieder. Oder der berühmte Typ, den Magazine ist schuld, ist der, was es gemacht hat. Oder der Typ, der was uns das erzählt hat, ist schuld. So wie, nein, ihr seid schuld, weil ihr den Scheiß einfach ohne irgendwas zu hinterfragen gefressen habt. Nicht, quasi, da ist der Teller und ihr frisst den ganzen Teller leer und am Schluss denkt ihr, hoppala, dieser Teller war voller Rattengift. Oh! Einmal nachzudenken und mal zu schauen, was im Teller drauf ist, darauf kommt natürlich keiner, aber hinterher jammern, oh mein Gott, ich kotze und scheiße Blut. Warum wohl? Ich hab Blut verdient. Also, das ist ja logisch, weil keiner passt auf, was er tut, keiner überlegt, was er tut, aber er verurteilt, entweder wird sofort in die Höhe gejubelt oder wird gleich runtergemacht, ohne überhaupt einmal zu hinterfragen, was es eigentlich ist. Und das gleiche hat man eben jetzt momentan mit den ganzen Händlern so, weil einige von den Händlern muss sagen, so, es gehört zur Szene, und wie gesagt, du hast auch schon gesagt, es gibt genug jetzt momentan Mainstream-Geschichten und Sachen, die was in der breiten Öffentlichkeit, was nur noch knapp an der Pornografie vorbeischrammen, bis auf ein paar wenige Szenen. Und trotzdem, das ist Fan-Favorite, weil Highschool DxD ist ja, wow, man, ich habe nichts gegen Highschool DxD, keine Beschwerden dahin, aber halt eben, das ist so Küste, ja, das ist natürlich komplett okay, dass da die ganzen Sachen passieren, was da vorkommen, aber nein, da nichts bessere Softcore-Hinter ist natürlich absolut ein No-Go, warum? Ja, ich finde sowieso krass, wie viele heute, wenn du im Anime Inzest hast, oh, das ist legit, aber sobald es in Hentai geht, das ist verstörend. Mm. Das ist wie bei der ganzen anderen Krütze.
dazu diese ganzen Fuyushis, die sich ein absabbern werden, die Fui und diese ganze Kuroko no Homo und Shingeki no Homo und leck mich am Arsch, diese ganze Homo-Kacke sehen. Da freuen die sich ein ab, da feiern die, da wird der Höschen feucht. Und sobald die Jungs sich wirklich penetrieren, ja, das ist halt eklig, da kommt halt was raus und behaarte Männerärsche sind halt nicht hübsch, lebt damit, Mädels. Okay. Und wenn die sich gegenseitig vögeln, ist das nicht hübsch. Da gucke ich lieber zwei hübschen Mädels zu. Ja, das ist ja in der Übereinstimmung, wie du eben sexuell ausgelegt bist. Das liegt aber nicht daran, was es ist in dem Sinn. Nur eben, ja, aber es geht auch es, um es, es, ja, das ist wieder ein Auge jetzt betrachtet, darüber kann man streiten, solange man will. Problem ist dahinter, dass die meisten sich einfach nur deswegen so künstlich aufregen, weil sie sich an, also sie irgendwas suchen müssen oder sie aufregen. Na, ja, was das war so ein richtiges Hamsternießen, oder? Ja, ja, hol den Hamsterkäfer. Ja. Oder die Falle. Ja. Oder die Hamsterfalle, ja. Je nachdem. Meine Güte. Oder die LBM-Klos. Was? Oder die LBM-Klos, na, unsere riesen Ameisenfallen. Ach so, okay. Ja, die kleben ordentlich, ja. 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 Naja, okay. Vom Deckel bis. Okay, wir ramblen jetzt noch in einem Kreis herum. Ich glaube, wir werden jetzt mal den Podcast hier beenden. Oh ja. Weil wir werden nur noch unbeliebt machen bei ziemlich jeder Fanbase, glaube ich, langsam. Aber das ist ja sowieso normal. Yeah, also das war mal alles Potpourri von, ich glaube, so 20, wo ich den meisten wahrscheinlich unter das Ding hier, das ich hier hochladen werde, irgendwo unten verlinken werde, was natürlich niemand von euch anschauen wird, weil, nein, wir werden das nicht, doch nicht aber Links zu Anisearch-Seiten zu Hentais anschauen. Natürlich werden wir es nicht. Natürlich hätte ich überhaupt nicht darauf klicken. Nein! Genauso wenig wie Leute mir keine Daumen nach oben geben werden oder mir abonnieren oder sonst irgendwas. Ah, holen wir uns gleich mal ganz aus. Hui! Wow, wer uns jetzt noch zuhört, der hat echt hart das Fleisch. Wow, okay. Naja, auf jeden Fall war lustig, war unterhaltsam. Für die meisten wahrscheinlich sowieso gleich noch 10 Minuten abschalten, aber was so ist. Weil, nein, Hentai! Das lade ich ganz geheim runter und dann höre ich im Stimme Keller, dass man ja nicht sieht, dass ich online war. Ja, ja. Die Schamesröte im Steiß hochtreibt. Ja, ja. Hm. Das am Arsch. Ja, war wirklich. Nee. Auf jeden Fall, dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Mein Name Azura. Bis zum nächsten Mal. Ja, und Neo Kamui, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, bist du auf der Dokumi? Na klar. Ja, dann wird man sich die nächste Woche auf der Dokumi sehen. Na, absolut. Vergiss nicht, ich will noch Kamera machen für die Peppermint-Aktion. Ah, was machst du für eine Aktion, bitte? Na, du wolltest doch bei Peppermint mal persönlich vorher reden und du hast gesagt, du brauchst... Hab ich doch schon ein paar Mal, aber wir werden sehen, was wir da machen werden. Was soll ich groß reden? Was soll ich groß sagen? Wenn nicht, bring eine Österreicher Flagge mit und versammle mal alle Österreicher um dich rum. Das könnte dann auch. Ja, alle werden. 5, okay. Wir finden schon. Ich mache mich doch immer unbeliebt auf Conventions, das weißt du ja. Ach komm, das schaffe ich doch genauso gut. Okay. Komm. Okay, dann sage ich auf jeden Fall ciao, bis zum nächsten Mal und tja. Danke fürs Zuhören. Wer uns immer noch zuhört bis zu diesem Punkt. Ich glaube wenige.